klappt sogar. Wir wollen jetzt anfangen, schon 10 Minuten zu spät, aber das ist geschuldet Ihrem übergroßen Interesse, dass heute so viele hergekommen sind und den Saal hier füllen. Das wird die erste Anforderung an uns alle sein, ob der Raum sozusagen, das Raumklima bis zum Ende auch hält. Wir noch aufmerksam den Vortrag und die Diskussion dann verfolgen können. Magdo hat heute Sie eingeladen, gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da wird nachher auch jemand von der Ebert-Stiftung, Herr Wagner, noch sprechen. Zu dem zweiten Magdeburger Klimadialog. Wir haben uns da mal eine Überschrift gegeben. Es soll jährlich stattfinden. Qualitativ hochwertige Abendveranstaltung zu einem Thema des Klimaschutzes und des Klimawandels sein mit prominenten Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Forschung. Heute ist Professor Lesch eingeladen von der Universität München, Ludwig-Maximilian-Universität, der gleich nach den beiden Einführungsworten seinen Vortrag halten wird. Und auf dieser Basis ist dann die Diskussionsgrundlage gelegt, die Herr Platz dann moderieren wird, an der Stelle, wo jetzt die beiden Herren schon sich in dem Sessel bequem gemacht haben. Die Frage, die heute als Überschrift steht, sollen wir den Klimawandel bekämpfen oder uns anpassen? Das ist eine spannende Frage. Ich, wenn sie für mich beantworte, sage ich mit Sicherheit, werden wir beides machen müssen. Das war die Reaktion auf den Satz. Wir werden beides machen müssen. Wir werden den Klimawandel bekämpfen müssen mit Maßnahmen, die wir uns alle gemeinsam natürlich erarbeiten müssen. Aber wir werden auch uns anpassen müssen. Weil bestimmte Entwicklungen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren schon gar nicht mehr umzukehren sind zu dem Zustand, den wir mal vor vielleicht 50 Jahren hatten. Und ich will mal für unsere Stadt nur so ein Beispiel sagen, was für den Klimawandel aus meiner Sicht auch spricht und was auch die Dramatik der Entwicklung, die auf uns zukommen kann, ist das Hochwasser 2013. Das Hochwasser 2013 der Elbe hat sozusagen alles, was machbar ist an Deichen in Magdeburg und Umgebung, den Höchststand erreicht. Höher geht es gar nicht. Wenn es einen halben Meter höher kommen würde, was man nicht ausschließen kann, wenn noch größere Wassermengen aufsteigen in kurzer Zeit und runterkommen, dann sind wir als Stadt mit heutigen Maßstäben nicht zu schützen. Wenn auf Magdeburg morgen ein Hochwasser zukommt, was man Größenordnung hat, auf den Magdeburger Pegel bezogen von 8 Meter oder noch höher, ist unsere Stadt nicht zu schützen. Das kriegen wir nicht hin. Dann würden große Stadtbereiche der Stadt einfach unter Wasser stehen. Und von daher ist das Zeichen, was wir einfach wahrnehmen müssen und uns überlegen müssen, wie geht man damit um und was gibt es für Maßnahmen, um das eindämmen zu können, um Vorsichtsmaßnahmen machen zu können, um das Klima, was ja eine weltweite Situation ist, keine Situation, die nur die Stadt Magdeburg betrifft, in den Griff zu bekommen. Im täglichen Leben, sage ich noch einen zweiten Satz dazu, als kommunaler Vertreter ist das alles leicht gesagt. Wir haben uns viele Programme auf den Tisch gezogen, haben uns auch beworben, haben Preise bekommen, energieeffiziente Stadt, Stadt der erneuerbaren Energiemodellstadt. Wir machen 50-50 in den Schulen, wir machen Klimaschutzprogramm für die Stadt, wir machen eine Woche der Sonne und vieles weiter mehr, was wir als Überschriften kennen. Was wir unternehmen, aber in den harten Entscheidungen, die im Stadtrat oder in der Verwaltung anstehen, ist es manchmal gar nicht so einfach. Also nehmen wir mal die Frage, lässt man weitere Betriebe in Magdeburg zu, die sehr viel Energieausstoß machen? Energieintensive Betriebe, sagen wir dazu ja, wenn die kommen und morgen fragen, wollen wir uns investieren? Oder sagen wir nein, weil das natürlich unser Klimaschutzziel für 2050 ändern würde. Da haben wir ja Werte festgelegt, die wir erreichen wollen. Geht das denn eigentlich noch, wenn wir den Betrieb zu? Die Entscheidung ist nicht einfach. Man weiß, wir brauchen Betriebe, wir brauchen Arbeitsplätze, wir brauchen Einkommen, wir brauchen Situationen, dass Menschen hier eine lebenswerte Stadt haben, die man natürlich auch finanzieren muss. Und wir müssen das zweite natürlich auch beachten, wie man damit gemeinsam umgeht. Da sind viele Entscheidungen, die auf den ersten Blick ganz einfach aussehen, in Wirklichkeit sehr, sehr komplex und auch kompliziert. Wo baut man? Wir haben in Magdeburg mit Sicherheit, was immer auch als ein Argument genommen wird, Versiegelung der Stadt nicht vorgenommen. Wir haben eher entsiegelt. Es gibt ganze Bereiche von Großraumwohnsiedlungen, die inzwischen verschwunden sind. Wir bauen im grünen Bereich, wir haben Einfamilienhaussiedlungen gebaut, die auch heute mit Energiestandards gebaut werden, die wir ja vor 10 Jahren noch gar nicht kannten und vieles weiter mehr. Aber die Entwicklung ist trotzdem ein Komplex. Und wenn man jetzt mal eine Zahl nimmt,
die wir schon erreicht haben. Wir haben seit 1990 in Magdeburg, das wird jetzt keine, wette ich, keine westdeutsche Stadt schaffen oder geschafft haben, seit 1990 unseren CO2-Ausstoß halbiert. Ich weiß, warum Sie jetzt lachen. Wir haben nämlich nichts getan, dazu beigetragen, dass es einfach passiert, weil die Industrie zusammengebrochen ist, weil die Betriebe verschwunden sind und weil Einwohner verschwunden sind. Das ist der Haupteffekt, warum das eigentlich. Aber wir haben das erreicht. Wenn wir uns jetzt vergleichen mit den Städten, die das noch vor sich haben, die das viel schwerer haben, als wir das in den letzten Jahren hinbekommen haben. Das ist kein Grund, sich darauf auszuholen, aber das zeigt, wie manchmal sozusagen Ereignisse eintreten, die man eigentlich nicht wollte, die aber doch an dieser einen Seite zeigen, dass es auch ein positives Feld hat. Hätten wir trotzdem gerne verhindert oder vermieden, aber so ist die Situation bei uns in Magdeburg jetzt gewesen. Ich hoffe jetzt auf einen spannenden Abend mit einem spannenden Vortrag, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass Professor Lösch das uns darbieten wird. Und übergebe jetzt das Wort an Herrn Wagner und dann auf die Diskussion. Und ich hoffe, dass Sie alle die nächsten zwei Stunden hier bei guter Laune und gutem Sauerstoffgehalt überstehen werden. Herzlichen Dank. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Professor, verehrte Mitwirkende, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von Seiten der Friedrich-Ebert-Stiftung zum zweiten Magdeburger Klimadialog. Ich freue mich, dass es uns gemeinsam mit der Stadt erneut gelungen ist, einen solchen Saal so zu füllen. Und mein erster Dank geht an Sie, meine Damen und Herren, für Ihr überaus großes Interesse und Ihre Beteiligung heute Abend. Ich muss auch um Verständnis bitten, um Nachsicht, dass wir gerade in den letzten Tagen dann nicht mehr auf jede Anfrage, auf jede Anmeldung, auf jede E-Mail reagieren konnten. Ich bin sicher, Sie können das verstehen. Ich möchte außerdem dem Oberbürgermeister zu seinem Umweltamt gratulieren. Sie haben da tolle Leute und ich finde, man kann ruhig mal sagen, dass die Stadt auch auf dieses Amt stolz sein kann. Ich möchte mich namentlich ganz herzlich bei Frau Strübig und Frau Fricke bedanken, die zusammen mit ihrem Team maßgeblich für diese Veranstaltung verantwortlich sind. Vielen Dank. Wir können ruhig mal zeigen. Ja, meine Damen und Herren, viele Menschen betrachten den Klimawandel mittlerweile als Realität. Und sie haben angefangen, und das zeigt ja auch dann, dass die Resonanz auf diese Veranstaltung eine Ahnung davon zu entwickeln, dass wir uns irgendwie auch werden darauf einstellen müssen. Ich hatte schon vor einem Jahr erwähnt, dass unsere Landesregierung seit einiger Zeit an einer Anpassungsstrategie arbeitet. Im Dezember 2012 hieß es, dass diese demnächst öffentlich breit diskutiert werden soll. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass da auch mal etwas entgeht. Ich stelle auch zu meinem Bedauern fest, dass in letzter Zeit Anflüge von Vergesslichkeit bei mir beobachtet. Deswegen drücke ich mich jetzt ganz, ganz vorsichtig aus, wenn ich sage, mir ist eine solche öffentlich breite Diskussion dazu aus dem letzten Jahr nicht in Erinnerung. Und wenn das tatsächlich stimmt, wenn wir kein gar zu weites Verständnis von dem Begriff demnächst haben, dann ist das also überfällig und ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Veranstaltung dazu beiträgt, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu ziehen. Ist ja in vielen Gemeinden, nicht nur in Magdeburg, sondern auch im umliegenden, ich sehe etliche Barleber heute hier, schon längst da. Es wird längst in den Verwaltungen darüber nachgedacht, was zum Beispiel räumliche Planung bei der Anpassung leisten kann. Zu einer gesellschaftlichen Debatte würde dann natürlich als erstes die Frage gehören, in welcher Form genau sich der Klimawandel bei uns denn nun bemerkbar macht. Wem von Ihnen, liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, wäre denn vor dem kürzlich abgedruckten tollen Beitrag in der Magdeburger Volksstimme zum Hitzestressrisiko für die Magdeburger Bevölkerung auf die Frage nach den direkten Folgen des Klimawandels für diese Stadt eine Antwort, umfassende Antwort eingefallen? Ich gehöre nicht zu denen, die bei diesem Thema allzu gern mit Überzeichnungen oder Schreckensszenarien arbeiten. Ich weiß nicht, ob Holland überflutet wird und meine Kinder demnächst nach Düsseldorf an die Atlantikküste fahren, um nach Altmühlen zu tauchen. Ich weiß aber, der Oberbürgermeister hat es gerade angesprochen, so wie Sie alle hier,
dass die Stadt Magdeburg in jüngster Zeit zweimal von einem sogenannten Jahrhunderthochwasser heimgesucht wurde. Und das Problem ist eben, dass es eben doch höher geht, wie wir jetzt wissen. Und wer weiß, wie hoch es beim nächsten Mal wird. Und natürlich frage ich mich, wie viele andere auch, ob das vielleicht mit dem Klimawandel zu tun hat. Ob die Ursache vielleicht für die sich in der jüngeren Vergangenheit häufenden Wetterkapriolen in dem Klimawandel zu suchen ist. Wetterkapriolen, die dann so ein Hochwasser eben auch auslösen können. Wir haben im Moment immer häufiger auf der Nordhalbkugel die Situation, dass wenn es irgendwo regnet, stürmt oder schneit, es einfach nicht mehr aufhört. Siehe gerade England, siehe USA. Auch in den Alpen, in dieser besonders klimasensitiven Region, und viele von Ihnen werden ja sicherlich auch gerne mal zum Skifahren dorthin fahren, auch dort war es gerade wieder so. Da geht zu Beginn des Winters wochenlang ohne Schneekanonen gar nichts und im nächsten Moment versinkt ein halbes Land im Schnee. Sind das zufällige Einzelereignisse? Müssen wir uns daran gewöhnen? Es gibt viele Fragen, auch viele Fragen, die nicht naturwissenschaftlicher Art sind. Ich finde es zum Beispiel spannend, darüber nachzudenken, inwieweit wir es beim Klimawandel auch mit einem Gerechtigkeitsproblem auf der Welt und auch zwischen den Generationen zu tun haben. Und ich bin sicher, dass auch Sie, meine Damen und Herren, viele Fragen haben. Wir wollen heute gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen. Sie haben Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Wir freuen uns, für diese Diskussion einen besonderen Gast gewonnen zu haben. Man kennt ihn aus Fernsehsendungen wie Abenteuer Forschung und Terra X. Seine Medienpräsenz ist derart ausgeprägt, dass er es schon geschafft hat, parodiert zu werden. Das ist ja gewissermaßen wie ein Ritterschlag, da kann man also eigentlich nur gratulieren. Er versteht es, komplizierte Sachverhalte auf eine Art zu präsentieren, dass man sie verstehen kann. Heute Mittag noch war er live im MDR Mittagsmagazin, jetzt ist er hier. Noch einmal herzlich willkommen bei uns in Magdeburg, Professor Dr. Harald Lesch. Des Abends liegt diesmal in den Händen von Holger Platz. Ich glaube, den muss ich hier in Magdeburg nun wirklich nicht vorstellen. Den kennen Sie alle. Ihnen und allen anderen, die heute diesen zweiten Magdeburger Klimadialog mitgestaltet haben. Sie sehen viele Leute in so einem Schildchen von der Ebert-Stiftung von der Stadt. Ihnen allen also sei herzlich gedankt. Ich wünsche uns allen nun einen aufschlussreichen Abend. Herr Professor, Sie haben das Wort, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Wie kommt das Wasser in die Atmosphäre?
Einfache Antwort: durch Verdunstung. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wasser verdunstet A, wenn es kälter wird, B, wenn es wärmer wird, oder C, wollen Sie jemanden anrufen? Oder nee, D wäre ein 50-50-Joker. Ja? Es ist doch völlig klar, dass solche Ereignisse offenbar schon, also ohne dass man jetzt studiert haben muss oder sonst irgendwas, den Naturwissenschaften zugetan ist, man weiß, dass, wenn es wärmer wird, Wasser verdunstet. Dann schießt es da oben hin und wenn es dann kondensiert, wird Unmenge an Energie frei. Das Wasser in der Atmosphäre ist ein Terrorist. Das Wasser aktiviert die Atmosphäre in einem Ausmaß, wie man das nicht haben will. Das weiß man tatsächlich auch im Grunde genommen aus dem Alltag. Wasser ist ein Energieträger, nicht nur in Form von Bewegungsenergie, sondern eben auch tatsächlich in Form von innerer Energie, die in den Wassermolekülen drinsteckt. Es kann gefrieren, man braucht unglaublich viel Energie, um es wieder aufzutauen. Aber wenn es dann mal warm ist, das wissen alle, die schon mal, sagen wir mal, im November in der Türkei gewesen sind, das Mittelmeer bleibt lange warm. Also das östliche vor allem. Westlich auch, aber das östliche ganz besonders. Und es braucht dann wieder eine ganze Weile, bis es warm wird. Aber wenn es dann mal warm ist, dann scheint es diese Energie zu behalten. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir in dem Vortrag einfach mal so ein bisschen den gesunden Menschenverstand so mitlaufen lassen und uns ein paar Dinge mal klar machen, die dann auch unmittelbar zu der Frage führen, wie man lokal, was man eigentlich lokal machen kann, um dem Klimawandel zu begegnen. Also wir begegnen ihm ja schon alle. Es wäre natürlich ein kleiner Tipp an die Organisatoren für den dritten Klimadialog. Laden sich doch mal jemanden ein von der Münchner Rückversicherung. Die heißen jetzt nicht mehr so. Die heißen jetzt irgendwie, also wenn man die anruft, dann hat man das Gefühl, Mimikry zu hören. Die heißen jetzt Munich Re. Warum, weiß ich nicht. Das wird ja alles irgendwie. Aber falls jemand hier im Saal ist, der dem Klimawandel, sagen wir mal, zutiefst skeptisch gegenübersteht, aber der Wirtschaft gegenüber positiv, wenn Leute, die richtig viel Geld verdienen, also Milliardengewinne realisieren, das ist ja alles heute, Milliarden, wenn die sich schon seit Jahrzehnten mit irgendwas beschäftigen, dann muss da was dran sein. Ja? Also, und die Leute, die Versicherungen versichern, die haben schon seit längerem, nämlich seit ungefähr 25 Jahren, das Gefühl, das Klima ändert sich. Und die sagen auch ganz deutlich, wir sind schon mittendrin im Klimawandel, also sind wir auch mittendrin im Vortrag. Sie finden die physikalische Basis für das, worum es jetzt geht, wird in diesem Bericht, dem International Panel of Climate Change. Das ist das, wo man sozusagen die Informationen bekommt, von denen ich jetzt mal ein paar zusammengetragen habe. Nämlich, was haben wir denn? Wir haben eine bodennahe Lufttemperaturerhöhung von 0,85 Grad Celsius. Was sagen wir? Mensch, das ist doch 0,85 Grad, das ist doch gut wie nix. Das merke ich doch kaum. Stimmt. Kleine Randbemerkung: Das Wetter können wir nicht ändern. Das Klima aber schon. Das Wetter ist nämlich das, was unmittelbar jetzt passiert. Das Klima ist das über 30 Jahre gemittelte Wetter und eine Erhöhung um diese Temperaturzahl hat bereits Effekte. Zum Beispiel, dass die Gebirgsgletscher und das Grönlandeis zwischen 1971 bzw. 1992 verstärkt zurückgegangen ist. Die Ozeanerwärmung hält an. Wir haben eine global gemittelte Meeresspiegelerhöhung von 1901 bis 2010 von ungefähr 19 cm plus minus 2 cm. Sie haben sich vielleicht schon mal, vielleicht erinnern sich, gab es vor einigen Jahren eine Kabinettssitzung eines Inselstaates, weil die schon gemerkt haben, wenn das Wasser so weiter steigt, dann müssen wir in Zukunft unter Wasser unsere Kabinettssitzungen machen. Auch nicht schlecht, muss man der Bundesregierung vielleicht auch nochmal hier. Seit 1970 hat sich die Landgebiete deutlich rascher erwärmt als der Ozean. Parallel hält aber der Wärmegehalt im oberen Ozean, wird systematisch höher. Wir haben eine Erderwärmung, an der die gesamte Troposphäre teilnimmt, also alles das, was das Wettergeschehen ausmacht. Überall wachsen die Temperaturen. Also hier zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, die, glaube ich, wie keine andere im optischen Gedächtnis bleibt. Hier ist mal angegeben die arktische Sommereisbedeckung und hier in Millionen Quadratkilometer. Wir fangen im Jahr 1900 an und Sie sehen, das wird auch ein Problem, das ist überhaupt das Problem bei dem Thema Klima, das dauert immer alles so lange. Sie haben gerade eine Jahrhundertflut bzw. zwei Jahrhundertfluten hinter sich. Für die meisten sind solche Eindrücke eigentlich eher immer so indirekt, also Flachbildschirm, also man sieht es nicht so richtig, aber das hier, das ist schon ziemlich deutlich und wird auch immer wieder publiziert. Wie ist diese über die letzten 100 Jahre, wie hat sich die Eisbedeckung in der Arktis verändert? Und schauen Sie sich diese Zahl hier unten an, 9-14% pro Dekade. Das heißt also, pro Jahrzehnt hat die Arktis in den letzten 40 Jahren
grob 10% ihres Eises verloren. Jetzt kann man also, wenn man das mal so weiterrechnet, kann man also sehen, na, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist das Eis bei der Arktis weg. Und deswegen zum Beispiel rammen die Russen auch schon mal eine Fahne unten auf den Meeresboden, weil da soll ja in absehbarer Zeit, soll ja da richtig viel Öl rausgeholt werden. Übrigens, die Erdölreserven in der Arktis reichen der Welt gerade mal für 3 Jahre. Und trotzdem werden die das Ökosystem da oben auseinandernehmen nach den Fahnen. Eine andere wichtige Sache hat damit zu tun, hier ist mal angegeben, wieder, hier sind wir jetzt noch bei noch größeren Zeiträumen, hier fängt also dann der Astronom an und wird dann schon auch ein bisschen interessanter. Also wir sind hier im Jahr 1000, hier sind wir im Jahr 2000 und wir schauen uns an, wie die verschiedenen Möglichkeiten sind, was alles unser Wetter beeindrucken kann. Da gibt es verschiedene Phasen, wie die verschiedenen Antriebe sind, die unser Wetter mal ein bisschen abkühlen, mal ein bisschen abschwächen. Also diese berühmt-berüchtigte Aussage, in der Erdgeschichte war es doch früher schon mal viel wärmer oder es war doch früher schon mal viel kälter. Das Wetter, das Klima ist doch sowieso eine sehr verwandelbare Sache. Es ist völlig klar, im Vergleich mit den letzten 1000 Jahren ist der jüngste Temperaturanstieg ein absolut neuartiger Effekt. Sowas hatten wir noch nie. Es gibt keine Hinweise in irgendeinem Eisbohrkern davon, dass das Wetter mal bzw. das Klima sich mal so stark verändert hat. Die Modelle weisen auf eine dominante Rolle der Treibhausgase hin. Und man sieht hier zum Beispiel, wie sich zwischen 1960 und dem Jahr 2010 das atmosphärische Kohlendioxid verändert hat. Hier einmal von Hawaii aus gemessen, diese Auf- und Abs hier sind die Jahreszeiten. Und hier diese schwarze Linie ist die, was am Südpol gemessen wird, aus Eisbohrkernen. Da ist es ein bisschen genauer noch. Man sieht, es steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. So. Die globale CO2-Emission hat ein Niveau erreicht, das systematisch deutlich über dem liegt, was wir in den letzten 2 Millionen Jahren hier haben. Und es wird noch viel schlimmer, diese Geschichte, das erspare ich Ihnen, aber vielleicht können wir das auf die Homepage von der Ebert-Stiftung stellen, den Artikel, da können Sie das, wie es so schön heißt, noch nacharbeiten. Anwesende Bachelor- und Masterstudenten natürlich ganz besonders, weil es gibt ja heutzutage keine Veranstaltung mehr ohne Leistungsnachweis. Okay. Sie merken schon nicht, aus welchem Bereich ich komme. Also seit 1950 dominiert der Strahlungsantrieb eben genau durch diese Treibhausgase. Das heißt also, die wenigen, das bisschen, was da offenbar, wie so gerne so von den Klimaskeptikern heißt, das bisschen, was da in der Atmosphäre ist an Kohlendioxid, 380 Parts per Million, ist ja eigentlich so gut wie nichts. Ich möchte an dieser Stelle nur mal an eine Geschichte erinnern, von der Sie sicherlich was gehört haben. Fluorchlorkohlenwasserstoff. FCKWs, ist lange her, werden heute auch nicht mehr verwendet, sind eigentlich in noch viel geringerer Konzentration in der Atmosphäre, sind in den 20er, 30er Jahren entwickelt worden. Die Leute waren begeistert damals, Menschen gehen das chemisch träge, diese Gase, wunderbar, können wir verwenden für Kühlanlagen, ganz große Klasse, ganz große Klasse, große Klasse. Innerhalb von 1,5 Generationen haben diese FCKWs unsere Ozonschicht zerstört. Das heißt, man sieht daran, dass auch die kleinsten Mengen von interessanten Gasen in der Atmosphäre eine ganz erhebliche Wirkung haben können. Und genauso verhält es sich hier auch mit den entsprechenden Treibhausgasen. Wer also da noch meint, Kohlendioxid und Methan in ihren mehr oder weniger starken bzw. weniger starken Konzentrationen in der Atmosphäre, die können doch nicht so einen Effekt haben wie im Leben, dem sei gesagt, dass, wenn jemand so etwas bezweifelt, er damit an die Grundlagen der Physik rüttelt. Da komme ich aber noch mal nachher dazu. Was wir hier haben, ist eine Geschichte, die Sie vielleicht nicht kennen, dass wir nämlich lange bevor die Industrialisierung eingesetzt hat, bereits eine Entkopplung des Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre von dem normalen, dem natürlichen Kohlendioxid haben. Nämlich ungefähr ab 1750 entfernt sich die Menschheit auf der Nordhalbkugel systematisch von dem, was wir normalerweise hier an Schwankungen erwarten. Das heißt, wir sind schon lange dabei, das Klima massiv zu beeinflussen. Ich könnte Ihnen jetzt sogar noch was bringen, aus einer Zeit lange vor unserer Zeit, lange vor der Zeit überhaupt, nämlich vor ungefähr 10.000 Jahren, als man angefangen hat in Mitteleuropa mit Landwirtschaft, ungefähr vor 8.000 Jahren dezidiert, seitdem entkoppeln sich diese Kohlendioxid- bzw. Methankreisläufe systematisch. Das heißt, damals, wo die angefangen haben, zum Beispiel in Asien relativ ineffizient Reis anzubauen, gab es immer mehr und mehr Sumpfgas, also Methan, und seitdem ist klar, die Menschen haben das Klima beeinflusst. Also nicht erst seit der Industrialisierung, sondern viel, viel früher. Also, es geht also dann tatsächlich darum, sich mal anzuschauen, wie ändert sich eigentlich unser Klima über die 140 Jahre haben wir hier,
wenn wir alles zusammennehmen. Hier haben wir nur die natürlichen Treiber für das Klima. Und man sieht also, das, was wir, diese schwarze Linie hier ist das, was tatsächlich der Fall ist. Und das hier unten, diese rote Linie, ist das, was wir tatsächlich bekommen. Das heißt, hier gibt es eine Diskrepanz. Und genau in dieser Diskrepanz muss man schlicht und ergreifend sagen, liegen wir mit dem, was wir Menschen tun. Der menschliche Einfluss ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache, die dominante Ursache der beobachteten globalen und bodennahen Erwärmung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Damit müssen wir uns abfinden. Und dieser Langzeittrend, der durch uns ausgelöst worden ist, der ist natürlich überlagert von der einen oder anderen natürlichen Quelle, aber letztlich sind wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, wie momentan das Klima sich entwickelt. Eine Auswahl von weiteren Aussagen, die Klimasensitivität ist deutlich gestiegen, das heißt, wir sind heute, so wie es momentan aussieht, in der Lage, unseren Planeten möglicherweise auf 1,5 bis 4,5 Grad hochzuheizen. Stellt sich das mal vor. Ich habe vorhin gehört, Magdeburg hat dann das Klima von Genua, aber ohne das Mittelmeer vor der Tür. Also global gemittelter Meeresspiegelanstieg könnte 26 bis 82 Zentimeter sein. Das sieht nach wenig aus. In der Tat ist es so, dass dann ganz wesentliche Teile der Küsten unseres Planeten deutlich mehr Probleme mit Stürmen hätten, beziehungsweise mit hohem Wellengang. Das heißt, mit anderen Worten, wie heißt es so schön, wem das Wasser bis zum Halse steht, ne, der sollte nicht nicken und so weiter. Das könnte uns dann blühen. Projektionen des arktischen Meereises zeigen an, dass bis 2050, das ist genau diese 10% pro Dekade, bis 2050 das Eis da oben weg ist und so weiter und so weiter. Allerdings kann ich Ihnen versichern, ein Kollaps der atlantischen Umweltzirkulation, also von dem Golfstrom, war ja mal in der Diskussion, meine Güte, wenn es immer wärmer wird, immer mehr Süßwasser eintragt, dann ändert sich vielleicht auch die Ströme des Golfs, dann könnte es ja in Europa wieder kühler werden, ist in diesem Jahrhundert nicht zu befürchten, also oder ist auf jeden Fall unwahrscheinlich, aber es ist nicht auszuschließen. Worauf ich hinaus will ist, wie gehen wir jetzt mit dem um, dass offenbar der Mensch schuld ist, wenn es so schön heißt, wenn unsere Erde stirbt, die Erde stirbt nicht. Sie kennen den Witz. Treffen sich zu seinem Planeten, sagt der eine, das sieht halt nicht gut aus, was hast du denn? Ach du, ich habe Homo sapiens. Och, sagt der andere, mach dir nichts draus, es geht vorbei. Also, das ist ein ganz alter Karlauer. Also, wie gehen wir damit um, dass das Klimachaos offenbar ja schon da ist? Sie haben es am eigenen Leib schon spüren müssen, werden müssen, möglicherweise, wenn es ganz schlimm kommt. Ich erinnere nur noch mal daran, denken Sie an dieses verdunstende Wasser. Das lässt sich ja nicht stoppen. Wir kommen ja da nicht raus. Und es gibt Merkmale des Klimawandels, die zum Beispiel, deswegen bin ich auch so beeindruckt, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Es gibt sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die sich mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigen. Die halten sich da völlig raus, total. Also, und zwar warum? Es ist sinnlich nicht wahrnehmbar. Denn worüber wir reden, wenn wir über das Wetter reden, ist über das Wetter und nicht über das Klima. Ich weiß nicht, wie man über etwas reden soll, was sich in 30 Jahren so ganz langsam auch noch auf einer Skala von einem Grad verändert. Das ist unbestimmt und uneindeutig, die genauen Auswirkungen scheinen unklar zu sein, besonders auf lokaler Ebene. Ja, Mensch, Meier, wenn es im Nachbarort dann ständig schüttet wie aus Eimer, dann haben die halt Pech gehabt. Ja. Ich glaube, so denkt unser Ministerpräsident in Bayern auch. Die kontroversen öffentlichen Diskussionen, die machen einen ja rappelig. Ja, was denn jetzt? Ändert sich das Klima oder nicht? Müssen wir die Energiewende mitdenken oder nicht? Wie passt denn das zusammen? Und ich weiß nicht, ob Sie den kennen, es gab mal einen Philosophen aus Königsberg, Kant, Immanuel. Und er hat ja diesen wunderbaren kategorischen Imperativ mal, also wie sollst du handeln? Handle so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können. Ja, aber wenn man gar nicht weiß, was man anrichten kann, dann kann man natürlich auch nicht sagen, ob diese Handlung, die man vollzieht, auch zum allgemeinen Gesetz gemacht werden kann. Das weiß man ja gar nicht. Vor dieser Situation stehen wir tatsächlich bei der Diskussion über die Maßnahmen zur Anpassung des Klimawandels, aber auch zu anderen Maßnahmen. Also wie soll man dagegen vorgehen? Und das Allerbeste ist tatsächlich, wie ich finde, den gesunden Menschenverstand wirken zu lassen. Wir werden auf jeden Fall was gegen diese über den Klimawandel machen müssen, weil die Menschen, die irgendwo leben, die müssen damit klarkommen, dass das Klima sich verändert. Und wir werden vielleicht auch mal darüber nachdenken können, wie sich auf der langen Sicht unsere Handlungen verändern müssen, damit wir zum Beispiel im Sinne einer Intergenerationengerechtigkeit denjenigen, die jetzt noch gar nicht auf der Welt sind, unseren Planeten eines Tages übergeben mit den Worten so, wir haben versucht, möglichst wenig Schaden anzurichten. Das können wir von unseren Vorfahren nicht sagen. Aber vielleicht wird man es eines Tages über uns sagen.
Die Folgen der Ungewissheit sind, dass die Bewertungen sehr stark von individuellen Faktoren abhängig sind. Und eine davon ist eben auch, neben den Werte- und Motivladen, die wir haben, welche Meinungen und Einstellungen wir haben. Und so eine Veranstaltung kann ja vielleicht mit dazu dienen, ein bisschen was darüber zu sagen, was wir wissen müssen. Also die Möglichkeit der Einflussnahme erscheint im Einzelnen oft eben begrenzt. Und es ist nur klar, ich glaube, das haben wir heute ja auch in den Reden schon vorher gehört vom Oberbürgermeister zum Beispiel, das koordinierte kollektive Handeln, das ist das, was man kommunalpolitisch tun kann. Eine Kommune kann sich entscheiden dazu, als Kollektiv zu handeln, weil man der Überzeugung ist, damit etwas Richtiges zu tun. Und da kann man natürlich das Ausmaß begrenzen und die Folgen mildern bzw. kontrollierbar machen. Wobei es mit kontrollierbar vielleicht noch nicht mal so im Mittelpunkt stehen muss. Aber man kann anfangen, tatsächlich was dagegen zu unternehmen, in der Art und Weise, wie das hier zum Beispiel vorbildlich gemacht wird in der Kommune Magdeburg. Und beteiligen kann sich jeder. Das fängt so vorne an. Das ist übrigens meine Erfahrung immer wieder. Wenn ich einen Vortrag halte über ein schwarzes Loch am Rande des Universums, die Leute rennen uns die Bude ein. Kommt man aber dann mit einem Vortrag über Klimawandel, das ist überschaubar. Das heißt, das eine Thema ist nämlich eins aus dem Reich der Frage, was kann ich wissen? Und ist unglaublich interessant. Das andere ist auch ein interessantes Thema, hat aber noch eine andere Eigenschaft. Es ist nämlich relevant. Und da ist das Interesse eben tatsächlich nicht immer so. Tatsächlich kennen wir durch Energiesparen im Haushalt, wenn wir Autofahren spenden, an relevante Akteure, politische Aktivitäten eine ganze Menge tun. Also die wesentliche Voraussetzung, das ist das Interessante und das ist eigentlich auch der Hoffnungsträger bei der Frage, wie soll eine demokratisch verfasste Gesellschaft wie unsere auf eine solche Herausforderung in der Natur reagieren, ist, dass wir Vertrauen brauchen. Zum Beispiel in eine Maßnahme, die möglicherweise nicht unmittelbar den Erfolg zeigt, den wir gerne haben wollen, aber wenn wir davon überzeugt sind, dass es die richtige ist, dann müssen wir den Akteuren auch Vertrauen entgegenbringen. Wir leben allerdings heutzutage in einer Zeit, wo Qualifikation und Zertifizierung pausenlos nachgefragt wird. Das ist ja mehr Misstrauensmanagement als eine Vertrauenskultur. Aber um einen solchen Zeitraum von mehreren Dekaden überhaupt zu bestehen, ist die urmenschliche Eigenschaft des Vertrauens das A und O. Dass wir tatsächlich denjenigen auch vertrauen, denen wir in der Kommune bzw. in dem Land die Verantwortung übergeben haben durch unsere Stimme, dass die Leute auch was tun, dass die Menschen auch was tun, wo wir sagen, das ist vernünftig, was da getan wird. Und diese emotionale Anbindung an politische Entscheidungen, die kann man bei dem Thema Klimawandel gar nicht hoch genug anhängen. Wir werden es nicht schaffen, die Gesellschaft praktisch nur durch rationale Argumente zu überzeugen. Das wird nur dann funktionieren, wenn wir sozusagen, wie es so schön im Englischen heißt, from the heart, also wirklich mit Herzen dabei sind und wir alle der Meinung sind, wir tun was für unsere Gemeinde, für unsere Kommune und können dabei auch noch das Klima schützen. Ja, womit haben wir es denn zu tun? Ich habe jetzt mal hier so ein Diagramm, kann man nicht sagen, sondern so eine Auseinandersetzung. Ist eigentlich so ein, wir haben ja jetzt hier demnächst den Boxkampf, also Sie haben hier den Ring, die beiden Gegner sozusagen. Auf der einen Seite uralt und im Grunde genommen unbesiegbar, weil beliebig weise, die Natur. Die Natursphäre. Also, hier haben wir also dann die verschiedenen Sphären, die verschiedenen Systemteile. Also da, wo unser Wetter stattfindet, in der Troposphäre, wir haben die Hydrosphäre. Das ist also alles, was mit Flüssigkeiten zu tun hat. Selbst der Boden unter unseren Füßen ist daran beteiligt. Wir haben die Biosphäre, dazu gehören wir übrigens auch. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Ja. Ja, der Mensch ist ein Tier, deswegen ist er keines mehr, ja, aber wir sind eins. Also alles, was mit der Natur zu tun hat, auf der anderen Seite schauen Sie sich an, was der Mensch alles so treibt. Er betreibt unter anderem Wirtschaft, seine Bevölkerung ändert sich, er hat Werte und Einstellungen, mit denen er Institutionen und soziale Organisationen schafft, die wiederum zum Beispiel durch Wissenschaft und Kultur befeuert, der Meinung sind, insbesondere mit der Methodik der Technologie, insgesamt eine große Kultur anzutreiben, die ständig auf die Ressourcen der Natur zurückgreift. Pausenlos. Bei allem, was wir tun, benutzen wir in irgendeiner Art und Weise die Ressource der Natur. Das ist mal eine interessante Frage, die Sie sich mal stellen können. Was würde eigentlich passieren, wenn die Erde auf einmal aufhören würde, Arbeit zu leisten? Jetzt. Sie würde aufhören, sich zu drehen. Das Wasser würde aufhören, sich zu fließen. Der Wind würde aufhören. Alles würde aufhören. Zack. Das ist eine unglaubliche Arbeitsleistung, die pausenlos von dem Planeten selber gebracht wird. Pausenlos. Das ist eine hochinteressante physikalische Fragestellung, die man sich natürlich als Nicht-Physiker kaum stellt. Aber wenn man es doch mal macht und guckt,
wenn die Erde als Maschine betrachtet wird, abgesehen davon, wenn die Erde jetzt aufhören würde, sich zu drehen, das wäre eine Katastrophe. Also vor allen Dingen für diejenigen an der Küste. Weil das Meer würde ja das nicht so einfach merken. Das Meer ist ja träge, alles ist träge. Es schwappt. Das wäre, also die Vorstellung, dass diese Natur aufhören würde, die Arbeit zu leisten, die wir pausenlos verwenden, in den großen Kreisläufen, ist eigentlich eine Aberwitzige. Aber daran sieht man schon, dass auch in der Natur eben nichts passiert, ohne dass Energie verbraucht wird. Ja, das ist das entscheidende Bild, wenn Außerirdische unseren Planeten nachts anflögen. Nachts. Wissen Sie, was sie machen würden? Die würden sofort bei uns landen. Die würden sich nämlich Folgendes überlegen. Mein Gott, wer lebt auf diesem Planeten? Was für Geschöpfe müssen das sein? Die müssen ja über eine fast unendliche Energiequelle verfügen. Die beleuchten ihren ganzen Planeten sogar nachts. Wahnsinn! Die Enttäuschung wäre groß, ne? Tatsächlich, dieser Blick hier sagt etwas darüber aus, wie dieser Planet inzwischen durch die Spezies Mensch belegt wird. Also namentlich auch hier in Europa, da ist richtig was los. Also da, wo wenig ist, da ist auch niemand. Ne? In der Tat. Und das, was wir tun, ich will das gar nicht in allen Einzelheiten ausführen, ist einfach überdeutlich. Wir machen uns bemerkbar. Wir sind die dominierende biologische Spezies auf dem Planeten Erde. Wir sind, da waren die Dinosaurier ein Witz dagegen. Also was wir anrichten auf dem Planeten in allen möglichen Facetten, ist einfach dramatisch. Wir ändern die Welt ganz gewaltig. Deswegen spricht man inzwischen auch schon vom Anthropozän, also dem Erdzeitalter, was durch den Menschen dominiert wird. Uns wird die Spuren von uns wird man noch in Jahrtausenden und Aberjahrtausenden im geologischen Rekord dieses Planeten finden. Und das hat damit zu tun, das ist die erste Hockeyschlägerkurve, wie so schön heißt. Also hier haben wir den Griff und dann haben wir hier den Hockey, aber das ist schon ein ziemlich heftiger Hockeyschläger. Sie sehen hier den Anstieg der Weltbevölkerung, sagen wir mal, vor 300.000 Jahren bis heute ungefähr. Wir waren am Anfang nur eine Population von weniger als 1 Million, inzwischen sind wir eine Population von 7 Milliarden, Tendenz steigend. Und hier kann man sehen, was eigentlich tatsächlich das Problem ist und das hat auch was damit zu tun, dass wir eben gar nicht mehr so genau wissen, was wir tun, weil wir inzwischen Technologien verwenden, die selbst die nicht mehr verstehen, wie sie entwickelt haben. Und damit meine ich jetzt nicht die Schmierdinger hier oder sowas. Oder irgendwelche Navigationssysteme. Sie wissen ja, warum Männer Navigationssysteme kaufen. Es ist endlich mal ein Gerät, oder es ist überhaupt endlich mal, dass eine Frau zu einem Mann sagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Das hier ist tatsächlich ein enormer Anstieg, der natürlich auch etwas darüber aussagt, wie viele Beteiligte wir an dem Klimawandel oder überhaupt an Handlungen auf unserem Planeten haben. In den letzten 20 Jahren hat sich eben die Anzahl der Marktteilnehmer auf unserem Planeten sehr verändert und von dieser Sorte Hockeykurven können Sie jetzt eine ganze Menge sehen. Der Anstieg der Konzentration von Treibhausgasen zum Beispiel vom Jahr 1000 in Kohlendioxid hier zum Beispiel bis zum Jahr 2000, man sieht hier hinten, geht es los. Also von 1800, wir haben eben gesehen, von 1750 eigentlich geht es los. Methan, genau das Gleiche. Das ist übrigens ein ganz großes Problem, Methan. Das hat was damit zu tun, dass durch den Anstieg der Welttemperatur natürlich leider Gottes auch, und das sei an dieser Stelle auch mal gesagt, Eis auftaut. Sie merken schon, Wasser ist mein Favorite, ist mein Favorit. Eis verwandelt sich nicht aus politischen Gründen in flüssiges Wasser oder verdunstet. Es ist also nicht so, dass ein Wassermolekül, das im Eiskristall drin ist, jetzt beschließt, den werde ich jetzt mal zeigen. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen, weil das wirklich meiner Ansicht nach sehr wichtig ist. Eis wird zu Wasserdampf, weil es zu warm wird. Permafrost in Sibirien oder in Skandinavien, in Alaska, in Kanada taut auf. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist relativ problematisch, weil Methan ein deutlich stärkeres Treibhausgas noch ist als Kohlendioxid. Lachgas kommt noch hinzu, allerdings ist es gar nicht zum Lachen. Das ist, die Stickoxide machen uns große Probleme. Und hier nur mal eine Zunahme um den Faktor. Die Weltbevölkerung ist angewachsen im 20. Jahrhundert um Faktor 4. Die städtische Weltbevölkerung um 13, inzwischen sogar noch um Faktor 14. Die Weltwirtschaft ist gewachsen. Und so weiter und so weiter. Und Sie können hier also sehen, wie systematisch immer mehr und mehr wir von dem Planeten verbrauchen. Und hier eine ganz besonders schöne Klarstellung von dem, wie der Mensch sich bemerkbar macht, in verschiedenen Varianten.
hier ist die Population, hier haben wir zum Beispiel die Staudammrate, also wie viele Staudämme bauen wir. Und ganz hier zum Beispiel das Auftauchen von McDonalds-Restaurants, Sie können es nochmal nachgucken, wenn Sie zum ersten Mal da sind. Aber Sie sehen hier unten, das werden Sie wahrscheinlich von hinten nicht sehen, auch den Anstieg des internationalen Tourismus und so weiter. Wir sind überall, wir machen uns überall bemerkbar und namentlich natürlich auch in der Vernetzung. Und genau deshalb, weil wir ein solches globales Phänomen sind, greifen wir eben auch nicht nur lokal in das Klimageschehen ein, sondern immer gleich global. Wir sind inzwischen so viele, dass man nicht mehr sagen kann, ja, das sind doch die oder die. Und wenn die nicht, dann brauchen wir auch nicht. Wir sitzen alle in einem Boot. Und in diesem Boot, der Atmosphäre, ist es sozusagen völlig wurscht, woher das Kohlendioxid kommt. Völlig egal. Es ist einfach da. Also die heutige Lage sieht so ein bisschen aus, wie ich habe das Gefühl, auf der Titanic im Poker gewonnen zu haben. Hier unten steht der Herr vor diesem. Was ist das? Also wie kommen wir damit um? Wie gehen wir damit um mit dem Klimawandel? Abgesehen von solchen Sachen natürlich, dass wir tatsächlich langfristig uns überlegen müssen, wie lange wollen wir das eigentlich noch so machen? Der Verbrauch von fossilen Brennstoffen ist einfach der Hauptantreiber für Kohlendioxid in der Atmosphäre. Da hilft alles nichts. Und auch die Überlegung, dass wir also immer effizienter und effizienter werden, hilft nicht wirklich. Hier ist mal ein Beispiel, also im Kühlschrank zum Beispiel, der hat unglaubliche Effizienzfortschritte, aber was können die inzwischen? Die haben einen Fernseher drin, eine Kaffeemaschine drin und so weiter. Das verbraucht natürlich alles wieder Strom. Und das besonders bemerkenswerte Beispiel finde ich, der VW Käfer aus dem Jahr 1955, der hat also 7,5 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Der hatte 730 Kilo und 30 PS. Der ist nur 110 gefahren. Der VW New Beetle 2005 verbraucht 7,11 pro 100 Kilometer, wiegt aber auch 1200 Kilo und fährt 160. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Steigerung in vielen Bereichen der Effizienz, aber zugleich werden mehr und mehr Leistungen von den einzelnen Produkten gefordert und dann ist die Effizienz wieder weg. Hätten wir zum Beispiel bei Kraftfahrzeugen die gleiche Rationalisierung und Miniaturisierung, Effizienzsteigerung wie bei Computern, dann müssten wir heute nach ungefähr 30 Jahren bereits einen Wagen haben, der bei 0,4 Liter pro 100 Kilometer fährt. Unsere Computer werden immer kleiner und kleiner und kleiner, ja, also die Effizienzsteigerung da ist offenbar da, aber wir arbeiten immer mehr und mehr auch an der Entwicklung von sehr, sehr viel komfortableren Produkten, nicht zuletzt hier auch bei solchen Kühlschränken. Also, welche Experimente können wir uns denn noch leisten angesichts einer Naturgesetzlichkeit, die uns offenbar ziemlich zu verstehen gibt, dass es gar nicht so weitergehen kann? Und an der Stelle ein kleiner Hinweis, es gibt eben die internationalen Gesetze, das sind diejenigen, die innerhalb der Politik noch aufgeschrieben werden können. Es gibt soziale Gesetze, das ist schon viel schwieriger, aber wir könnten eine soziale Gesetzgebung formulieren. Das sind allerdings dann eben die Diskussionen sehr groß. Es gibt Gesetze der Psyche, es gibt Gesetze der Biologie. Ah, hier kommen wir jetzt in den Bereich. Und hier sind wir bei den physikalischen Gesetzen. Und das, worum es beim Klimawandel geht, sind physikalische Naturgesetze. Und diese physikalischen Naturgesetze stehen tatsächlich auf der materiellen Grundlage von allem, was sonst in der Welt passiert. Wir tauchen als Menschen mit Bewusstsein, also als Individuum, auf einer Organisationsebene auf, die praktisch alles das voraussetzt, was die Natur uns anbietet. Alles. Und wenn wir über erneuerbare Energien sprechen, sprechen wir genau über solche ganz natürlichen Prozesse. Ob es nun Wind ist, Biogas, Solar und so weiter, das spielt keine Rolle. Wir verwenden diese materiellen Strukturen, von denen wir der Meinung sind, dass sie zum Beispiel durch die Physik hinreichend gut beschrieben werden. Und das heißt, Gesellschaften, Zivilisationen, ganze Kulturen verwenden diese natürlichen Ressourcen, um ihr Fortkommen und ihren Wachstumsbereich weiterhin zu decken. Ja, aber mit der Natur lässt sie nicht verhandeln. Keine Chance. Überhaupt keine Chance. Ich glaube, das wird, wenn man so die Nachrichten der letzten Wochen so sieht, Australien hat Klimaschutz, die sagen, brauchen wir nicht. Wir heizen weiter mit Kohle. In Amerika, in den USA ist es gerade so, dass vor dem obersten Gerichtshof eine Klage der Industrie anliegt. Die möchten nämlich, die haben dem amerikanischen Bundesumweltamt, werfen sie vor, sie hätten ihre Autorität überschritten, weil nämlich die amerikanische Administration in der Tat der Meinung ist, der Industrie so etwas wie eine Deckelung der CO2-Emissionen vorschreiben zu können. Das wollen sie machen. Die Industrie sagt, das dürft ihr gar nicht. Es wird sich zeigen, wie der oberste Gerichtshof darüber entscheidet.
Wir haben Diskussionen innerhalb der Bundesrepublik immer wieder darüber. Aber in der Tat ist es so, dass wenn wir bis 2050 tatsächlich nicht unter 2 Grad bleiben, dann wird es für uns alle extrem problematisch. Gleichzeitig wollen dann ca. 9 Milliarden Menschen Wohlstand und Entwicklung. Ich habe die verschiedenen sogenannten Kipppunkte mal aufgeschrieben, was alles passieren kann. Eins habe ich schon genannt, den Permafrost, also Methanfreisetzung durch Auftauen des Permafrosts, wird ein ziemliches Problem werden. Es wird zum Beispiel in Asien ein ziemliches Problem geben mit dem Wassernotstand im Himalaya. Wir werden andere Sommermonsunprobleme bekommen. Wir werden möglicherweise Schwierigkeiten bekommen mit dem Golfstrom, das wird sich noch zeigen. Also es gibt eine ganze Reihe von Situationen auf unserem Planeten, die das Klima so dramatisch verändern, dass uns hier Hören und Sehen vergeht. Dieser warme Winter jetzt, Winter kann man ja nicht sagen, hat unter anderem auch was damit zu tun, dass die Eisfläche in der Arktis zu wenig gewesen ist in den letzten Jahren. Dadurch ändert sich das Klima und wenn Sie gestern Abend das Wetter gehört haben, zum Beispiel Rossby-Wellen, um die ging es gestern Abend, die bleiben offenbar momentan alle so hängen, dass wir in Europa ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen bekommen, während die Amerikaner ein Hochdruckgebiet nach dem anderen bekommen und sie kriegen ständig Nordwinde und zwar mit ziemlicher Eis- und Schneebelastung, während bei uns immer schöne Südwestwinde anrollen und unseren Kontinent mehr oder weniger eisfrei belassen, was diesen Winter betrifft. Das heißt, wir haben hier oben schon die Einflüsse, merken wir schon, dass eben dieses ganze Klimasystem Arktis ziemlich aus dem Ruder läuft. Und es ist überhaupt so, dass die größten Veränderungen, was den Klimawandel betrifft, vor allen Dingen an den Polen, beziehungsweise in der unmittelbaren Nähe von Nordpol und Südpol zu beobachten sind. Grönland, wo die Grönländer sich freuen. Die Grönländer freuen sich, wenn das Eis jetzt langsam mal wegkommt, dann hebt sich die Insel auch ein bisschen, dadurch haben die noch keine Probleme mit dem Anstieg des Meeresspiegels, aber sie hoffen natürlich darauf, an die Rohstoffe zu kommen. Ja, ich sage mal gerne, das ist so ein klassisches Beispiel. Als der Iwan in den Ende der 50er Jahre auf Kuba saß, mit dem konnten die Amerikaner verhandeln. Haben sie auch gemacht. Ja. Gut, diplomatisch, aber das Problem konnte gelöst werden. Mit dem Iwan, den Sie hier sehen, kann man nicht verhandeln. Konnte man nicht. Keine Chance. Das heißt, das ist einfach ein natürliches Phänomen, was dann eben hier zum Beispiel den ganzen Golf von Mexiko ziemlich beeinflusst hat. Und ich habe das jetzt mal hier hingelegt, weil ich mir gedacht habe, das gönnst du dir. Einmal Quantenmechanik muss in diesem Vortrag fallen. Weil ich einfach mit zu vielen Leuten zu tun habe, immer sagen, das kann doch alles gar nicht wahr sein, diese Moleküle, die schreiben mir dann E-Mails. Das wäre doch alles Quatsch. Ich würde auch zu diesen Verbrechern gehören, ja, zu diesen Verschwörungstheoretikern, die der Welt einreden wollten, es gäbe einen Klimawandel, es gäbe doch keinen. Das wäre doch alles Unsinn, es wären natürliche Schwankungen. Dem schreibe ich inzwischen Folgendes zurück, die kriegen dann auch dieses Bild. Falls Sie der Meinung sind, Kohlendioxidmoleküle oder Methan oder Wasser hätten keinen Treibhauseffekt, also im Sinne von Wärmestrahlung wird absorbiert und dann wieder zurückgegeben, dann bezweifeln Sie die Grundlagen der Physik. Denn worüber wir hier reden, ist die Bindungsenergie eines, ja, natürlich ein Molekül hat immer mehr Atome, eines Moleküls aus mindestens 3 Atomen. Das kann man ganz genau ausrechnen. Also, wenn Sie das bezweifeln, dann sollten Sie bitte auch nicht mehr Ihren Computer verwenden, um E-Mails zu schicken. Denn die Technik, die dafür nötig ist, Ihren Computer zu bauen, die basiert letztlich auf der Quantenmechanik. Und bitte gehen Sie auch nicht zum Augenarzt und lassen sich lasern. Denn ein Laser ist auch Quantenmechanik. Wenn Sie also den Treibhauseffekt bezweifeln, dann sollten Sie überhaupt vorsichtig sein. Machen Sie bitte auch nicht mehr Ihren CD-Spieler an. Da ist nämlich auch ein Laser drin. Finger weg. Ja, Sie wissen schon. Laser, das ist lichtverstärkende stimulierte Emission. Also durch Knopfdruck werden im gleichen Moment Milliarden von Elektronen dazu gezwungen, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Das ist perfekter Kommunismus, deswegen ist das Licht auch rot. Sehen Sie es hier? Das heißt, die Frage, die physikalischen Grundlagen des Treibhauseffekts sind völlig bekannt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Aber, und dann komme ich endlich zu dem Thema des Vortrags. Haha, nein, keine Panik. Wie gehen wir damit um? Und es gibt eine schöne, wie ich finde, sehr klare Formulierung, das Unvermeidbare bewältigen. Das ist das, was hier zum Beispiel in Magdeburg auch gemacht wird. Dass man tatsächlich, wir sehen ja, was der Fall ist. Also stellen wir uns dahin und werden nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir werden versuchen, was zu machen. Und wir werden auch daran denken, bei der zukünftigen Planung dieser Stadt
Wie können wir um die Probleme, die ganz offensichtlich auf uns zukommen, herumkommen, bzw. abwehren? Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren Konsequenzen des Klimawandels. Das Unbewältigbare vermeiden, das ist natürlich viel schwieriger. Eine drastische Verringerung von Treibhausgasemissionen in einem großen Maßstab. Andernfalls werden wir den Klimawandel im großen Maßstab nicht abwenden. Wir werden genau daran gehen, es gibt noch was anderes, Klimawandel als Bedrohung für Armutsbekämpfung und letztlich auch als eine Frage der Gerechtigkeit, der globalen Gerechtigkeit und der Intergenerationengerechtigkeit. Diejenigen, die noch gar nicht da sind, denen legen wir jetzt bereits all die Aufgaben auf die Schultern, von denen, die noch gar nicht wissen, dass es überhaupt passieren wird. Das ist ein riesiges Problem. Auf der einen Seite ist es ganz verständlich, weil wir gar noch nicht genau wissen, welche Wirkung unsere Handlungen haben. Auf der anderen Seite, da wo wir es wissen, sollten wir es auf keinen Fall tun. Ich hoffe nicht, dass wir zu denjenigen gehören, die glauben, vor uns wäre nichts mehr da oder vor uns war nichts da, nach uns wird nichts mehr kommen. Also diese Intergenerationengerechtigkeitsfrage ist in der Tat eine ganz wichtige Sache. Das Unbewältigbare vermeiden heißt, den gefährlichen Klimawandel abwenden durch die Verringerung von Treibhausgasen. Und hier ist mal einmal aufgeschrieben, um das mal zu verstehen, was da mit notwendig ist. Mindestziel bis 2050 sind 50% der Treibhausgasemissionen weltweit. 80% in den Industrieländern. Das wird man schon kaum noch schaffen. Also in Deutschland sollte sich bis zu 40% bis 2020 verpflichten. Müssen wir mal gucken. Und ab 2015 sollten die globalen Emissionen zurückgehen, damit man das noch schaffen kann. Das sind die Vorgaben, die letztlich aus dem Kyoto-Protokoll sich ergeben haben. Sie haben alle diese wunderbaren Klimakonferenzen der letzten Jahre gesehen. Übrigens in dem Zusammenhang finde ich eine Sache ganz besonders bemerkenswert. Im Jahr 2022 wird ja die WM in Katar stattfinden. Und es gibt ein Interview mit dem FIFA-Präsidenten Sepp Blatter, der auf die Frage eines Journalisten, Herr Blatter, ist das nicht ein bisschen merkwürdig, in einem solchen Land, in einem solchen Wüstenland, eine Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer austragen zu wollen? Folgendermaßen geantwortet. Ja, schauen Sie, wir haben pro Jahr jetzt 2 Klimakonferenzen. Die Herrschaften sind sich überhaupt nicht einig. Ja, wissen Sie, wie das Wetter in Katar im Jahr 2022 sein wird? Ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, seit 6000 Jahren ist in Katar Sand. Aber der Blatter fragt, ja, was weiß ich, wie das Wetter in 2022 ist. Irrsinnig, ja. Also, das ist schon ziemlich heftig, zu glauben, dass sich da bis dahin das Klima so weit verändert hat. Also, die globalen Emissionen müssen zurückgehen und John Jeffrey Huber hat es mal so schön gesagt, wir können jetzt noch das Strafmaß, das Ausmaß der Schäden beeinflussen. Es lohnt sich tatsächlich um jedes Grad, jedes Zehntelgrad Temperaturerhöhung zu kämpfen. Also gegen diesen Fatalismus, das Klima der Zukunft könnte nicht beeinflusst werden, kann man tatsächlich was unternehmen. Und wer, wenn nicht wir, muss man wirklich sagen. Dieses Land ist so reich, wenn wir es nicht machen, außer dann wird es niemand tun. Die Energiewende muss tatsächlich mit diesem Ziel auch gedacht werden. Wenn wir das schaffen können, ein solches Infrastrukturunternehmen wie die Energiewende erfolgreich durchzuziehen, auch als ökonomischen Faktor mit zu betreiben, dann werden wir vielleicht tatsächlich der Welt für das 21. und 22. Jahrhundert was weitergeben können. Das unvermeidbare Bewältigen heißt eben, tatsächlich die Notwendigkeit von Herausforderungen durch den Klimawandel auch ernst zu nehmen. Das Hauptziel ist tatsächlich in weiten Teilen, das ist jetzt gar keine Sache, die Deutschland betrifft, die Verringerung der Verwundbarkeit von Armen auf der Welt. Wenn wir das nämlich nicht schaffen, dann werden wir in den nächsten Jahrzehnten eine echte Migrationswelle bekommen. Es gibt jetzt bereits den Begriff des Klimamigranten. Viele Menschen wissen gar nicht, weshalb sie zu Hause weggehen, dass es das Klima ist, was sie zu Hause weggetrieben hat, weil einfach nichts mehr wächst, weil Trockenheiten, Überflutungen und so weiter dazu geführt haben, dass es systematisch unmöglich wird, da weiterzuleben. Und wenn eines Tages tatsächlich mal zum ersten Mal anerkannt wird, dass es sowas gibt, momentan weigert sich sowohl die UNO wie auch die Europäische Union noch, zum Beispiel Afrikanern sowas wie ein Klimaasyl zu geben, aber irgendwann wird die Lage in Afrika so dramatisch werden, dass es gar nicht mehr anders geht, dann kann ich nur mal daran erinnern, gehen Sie mal ins Netz und schauen Sie sich mal den Film an, Festung Europa, nämlich das letzte Bild. Da stehen dann an der spanischen Südküste lauter Soldaten und halten mit dem Gewehr aufs Meer. Sie schießen noch nicht, aber sie halten aufs Meer. Und auf dem Meer kommen Boote, sehr, sehr viele kleine Boote. Die Rolle der Regierung ist in dem Zusammenhang eigentlich auch klar, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Klimaschutz im großen Maße wirtschaftlich attraktiv wird.
Da sind wir noch nicht wirklich dabei. Also CO2-Minderungsziele zu beschließen ist eine Sache, aber sie dann auch tatsächlich umzusetzen ist eine ganz andere Frage. Und natürlich, und deswegen sind wir ja hier, die Frage der Zivilgesellschaft. Also gemeinsam mit Partnern Auswirkungen von dem Klimawandel zu analysieren, das haben wir hier zum Beispiel, dass also insgesamt in der Stadt ein sehr hohes Bewusstsein dafür da ist, was es für diese Stadt bedeuten wird, wenn sie in der Zukunft das Klima weiterhin so verändern wird. Sich für eine starke Klimapolitik im Sinne der besonders durch den Klimawandel Betroffenen engagieren, Klimawandel im eigenen Haus, also grüner Strom, Kompensation von Flügen, Energiesparen und so weiter, alles das ist eine Handlungsmöglichkeit, die jeder von uns einnehmen kann. Die Rolle der Wirtschaft und des Finanzmarktes ist vielleicht von ganz besonderer Bedeutung. Und daran sehen wir natürlich auch wieder, welche Probleme wir auf der langen Sicht haben, überhaupt genau beurteilen zu können, was wir eigentlich tun. Machen Sie sich klar, dass inzwischen ja aufgrund der entsprechenden Technologien bei Computern und so weiter an den Börsen dieser Welt Geld mit Geld verdient wird. Nicht mehr dadurch, dass also investiert wird in Produkte, in wirkliche Leistungen, die man auch sozusagen sehen kann, Dinge, sondern es wird Geld mit Geld verdient, und zwar in einem Affenzahn. Die beiden Börsen zwischen London und New York, die haben in den letzten Jahren eine Veränderung ihres Transatlantikkabels. Das wurde ein neues Transatlantikkabel gelegt, das kann jetzt ist jetzt 6 Millisekunden kürzer als vorher. Vorher handelte man mit 65 Millisekunden, jetzt ist man bei 59 Millisekunden. Ja, zwischen London und New York liegen 6021 Kilometer, das heißt, diese beiden Börsen handeln mit einem Drittel Lichtgeschwindigkeit. Während Sie sich also vielleicht noch überlegen, überhaupt mal eine Aktie zu kaufen, haben diese Computer schon innerhalb von einer Sekunde mehrere 10.000 Handelstransaktionen durchgeführt. Und das ist natürlich ein echtes Problem, dass eben genau für da, wo große Investitionen notwendig sind, offenbar das Geld gar nicht mehr bereit ist, sich sozusagen zu engagieren, weil es mit anderen Methoden viel schneller verdient werden kann. Also sich in der Öffentlichkeit gegenüber der Politik deutlich für konsequenten Klimaschutz zu engagieren, ist eine Sache, aber an der Erarbeitung zum Beispiel von öffentlichen oder privaten Versicherungslösungen teilzunehmen, denn natürlich, wenn wir solche Windkraftanlagen sowohl auf See wie auf Land hinstellen, wird es auch eine Versicherungsfrage sein. Wie können wir in Zukunft sowas absichern? Informations- und Förderprogramme brauchen wir. Die Kompensation von nicht vermeidbaren Emissionen werden wir ebenfalls diskutieren müssen. Alles das sind wichtige Einzelprojekte. Und in der Tat, damit höre ich dann für heute sozusagen auf, die Rolle des Einzelnen in Deutschland. Ich habe schon gehört, hier in Magdeburg haben wir 7 Tonnen CO2. Das heißt, Sie gehören schon zu den Guten. Ja, doch, muss ich mal sagen. Super. Es muss aber noch weniger werden. Also, hier nur mal als kleiner Hinweis, hier ist angegeben, CO2-Emissionen für einen verschwenderischen Lebensstil, einen durchschnittlichen Lebensstil und einen effizienten Lebensstil. Das kann man sozusagen sich anschauen, wie der private Konsum dazu beiträgt, die Beheizung, also die Heizung von Gebäuden, unsere Ernährung, der Pkw-Verkehr, der Flugzeugverkehr, Haushaltsgeräte und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Aktionen. Ich möchte nur darauf hinweisen, eines darf uns eben nicht passieren. Und da muss man dann wirklich auch dagegen gehen, das ist nämlich sowas. Man sieht, wie weit in unserer Welt die Perspektive für das, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, auseinandergeht. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das bringst du mit. Das glaubt einem ja keiner. The Launch of the Luxury Annual 2013. Die Ethik des Luxus. Und vielleicht kennst du den hier. Nicht Feldlager, sondern Lagerfeld. Ja. The Promise of Africa, the Power of the Mediterranean. Das ist eine Luxuskonferenz. Da macht man sich jetzt Gedanken darüber, wie man den Kontinent Afrika, also der Luxusindustrie, noch nicht so zum Opfer gefallen ist, wie man den langfristig dazu bringen kann, dass die da also diese Dinge entsprechend tun. Das scheint mir der völlig falsche Weg zu sein. Das muss was ganz anderes sein. Und es ist einfach erschütternd zu sehen, dass Leute dann auch noch von so einer Zeitung wie dem International Herald Tribune gesponsert werden, anstatt darauf hinzuweisen, dass das einfach Unsinn ist und man sollte sich vielleicht was anderes überlegen. Das, womit wir es langfristig wirklich zu tun haben, ist ein Problem eines Begriffs, der für mich als Physiker bzw. Mathematiker immer wieder problematisch ist, nämlich der Begriff des Wachstums. Es wurde jetzt erst wieder beschlossen von den G20 in Australien, dass die Weltwirtschaft um 2% wachsen soll. Wie lange geht das noch so? Das ist tatsächlich der wirkliche Elefant, über den man zu sprechen hat. Wir werden uns langfristig dem Klimawandel anpassen müssen. Wir werden zusehen müssen, dass wir die Folgen dieses Klimawandels, soweit wie es nur irgendwie geht, einschränken.
Wir werden uns anpassen müssen, wir werden ihn einschränken können. Wir können ihn nicht entfliehen, aber wir können vielleicht anfangen, langsam, aber sicher vielleicht doch, immer mehr und mehr gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Wenn das gelingt, dann bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass niemals einer unserem Planeten antreffen wird und mit den Fragen, siehst du aber schlecht aus. Im Gegenteil. Alles gut. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt also die ehrenvolle Aufgabe, sozusagen den Diskussionsteil des heutigen Abends zu moderieren. Die Aufgabe übernehme ich natürlich sehr gerne. Es ist mir eine Ehre, heute hier mit Herrn Professor Lesch vorne sitzen zu dürfen und möchte Sie jetzt auch gerne ermutigen, Fragen zu stellen. Oder vielleicht haben Sie einfach eine Meinung, die Sie gerne sagen möchten. Da habe ich schon die erste Wortmeldung. Sehr schön. Ich gebe Ihnen jetzt, Sie sitzen hier vorne, gleich mein Mikro. Ansonsten würde ich Sie bitten, es gibt zwei Mikros in dem Gang in der Mitte, dass Sie dann einfach Ihr jeweils nächstgelegenes Mikro anlaufen. Dann fange ich jetzt mit dem Mann hier vorne an. Bitte schön. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. In der Politik wird ja die Energiewende diskutiert, natürlich auch unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels. Und da hört man von vielen Politikern das Argument, wir brauchen die Kohleverstromung weiterhin als Brückentechnologie. Was sagen Sie dazu, Kohle als Brücke und zum Klimawandel? Naja, also es lässt sich nicht verhindern, zunächst mal. Es lässt sich jetzt nicht verhindern, dass wir weiterhin Kohle verstromen. Allerdings in dem Ausmaß, wie das momentan der Fall ist, kann man das natürlich aus Klimagesichtspunkten überhaupt nicht unterstützen, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn fossile Brennstoffe in irgendeiner Art und Weise verbrannt werden, wird Kohlendioxid freigesetzt und kommt in die Atmosphäre. Und damit ist ganz klar, dass wir mit Kohle langfristig auf keinen Fall Klimaziele erreichen werden. Weder, also mit Braunkohle ganz besonders nicht und mit Steinkohle eigentlich auch nicht. Aber wir sehen natürlich auch die ökonomischen Kreisläufe, die dazugehören. Wir werden erst dann von der Kohle loskommen, wenn wir nennenswerte, wirklich großes Potenzial an erneuerbaren Energien haben. Und es wird vor allen Dingen Windenergie sein. Alles andere, also die Photovoltaik wird einen Anteil liefern, aber nicht besonders viel. Biogas wird einen Anteil liefern, aber auch nicht, sondern es wird vor allen Dingen Windenergie sein, die die Energiewende in Deutschland zu tragen hat. Und dann werden Kohlekraftwerke irgendwann verschwinden. Das wäre besser, man würde statt der Kohle Gaskraftwerke haben, weil die A schneller ans Netz zu bringen sind und also deutlich besser zu regulieren sind und die Klimaauswirkungen dieser Kraftwerke nicht so groß sind. Ganz besonders interessant wäre vielleicht noch eine Lösung, dass man ein Kohlekraftwerk betreibt mit anschließender Kohlendioxidabscheidung. Da gibt es eine Reihe von Versuchen inzwischen in der chemischen Industrie, Kohlendioxid praktisch direkt aus dem Schornstein zu holen und zum Beispiel zu Schaumstoff umzubauen. Das hätte dann natürlich was, wenn man also so ein Kohlekraftwerk betreibt und gleichzeitig noch Matratzen damit produzieren würde. Aber so weit sind wir noch nicht, aber probiert wird es, genauso wie das wie die Versuche, die sind ja mehr oder weniger gescheitert, also wirklich große Mengen von Kohlenstoff im Boden zu speichern, dieses CCS, Carbon Capture Storage, auch das ist wahrscheinlich nicht besonders zukunftsfähig, zumindest bis jetzt ist noch nichts der Fall. Also wir werden noch eine ganze Weile auf die Kohle nicht verzichten können, aber sozusagen auf der ganz langen Ebene muss die Kohle verschwinden aus unserem Energiemix. Ja, ja, schönen Dank. Sind wir ja in Magdeburg sehr gut aufgestellt mit einem großen Anlagenhersteller und ich meine, Sachsen-Anhalt hat ja auch schon einen erheblichen Anteil an Windenergie, was hier im Lande produziert wird. Aber jetzt habe ich auch schon die nächste Wortmeldung, der junge Mann in der Mitte. Ach so, Sie haben das Mikro, Entschuldigung, ja. Aber hinter Ihnen. Dorfer im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Ich habe eine Frage an Professor Lesch, aber bevor ich zu dieser Frage komme, lassen Sie mich noch ganz kurz eingehen auf das Eingangsstatement von Dr. Wagner. Ich glaube, er ist nicht mehr im
Hause, dann bitte ich, sagen Sie es ihm weiter. Also ich bedauere sehr, dass die Diskussion zur Anpassungsstrategie des Landes nicht bis zur Friedrich-Ebert-Stiftung durchgedrungen sind. Also für die, die es noch nicht wissen, wir waren eines der ersten Länder, das eine solche Anpassungsstrategie auf den Weg gebracht hat. Und das nicht im stillen Kämmerlein und auch nicht nur unter den Ministerien, sondern in einem offenen Prozess, Einbindung von Wissenschaft, Einbindung von NGOs und anderen Multiplikatoren, so wie ich sie mal nennen. Diese Anpassungsstrategie ist im letzten Jahr fortgeschrieben worden. Auch dazu hat es einen sehr umfänglichen Diskussionsprozess gegeben. Und alle, die es noch nicht wissen, die sollten auf unserer Homepage nachschauen, also Homepage des Ministeriums. Dort finden Sie unter Klimawandel Sachsen-Anhalt sowohl die aktuelle Anpassungsstrategie als auch die Papiere, die der zugrunde liegen, Vulnerabilitätsstudie vom PIC beispielsweise etc. pp. Ein wesentlicher Punkt in dieser Anpassungsstrategie sind auch die kommunalen Anpassungsmaßnahmen, die ja hier in Magdeburg auch sehr intensiv angegangen werden. Und vielleicht für die, die es noch nicht wissen, wir haben in dem Zusammenhang von der Hochschule Magdeburg ein Modellprojekt entwickeln lassen zu kommunalen Anpassungsstrategien. Auch dort können Sie auf unserer Homepage die Dinge runterladen, bis hin zu einer Checkliste, wie man denn vorgehen könnte. Ja, aber vielmehr will ich jetzt nicht Werbung machen für unseren Bereich. Meine Frage an Professor Lesch. Also zum einen haben Sie sehr anschaulich dargestellt und auch Beispiele gebracht, wie man argumentieren kann. Nur leider sind meist diejenigen, mit denen man argumentieren müsste, dann nicht im Saal. Also ich würde mal fast wetten, also mehr als eine Handvoll Klimaskeptiker werden wir heute wohl auch nicht finden. Und da wird in letzter Zeit ein Argument gebraucht, das aus meiner Sicht zwar zu kurz fasst, aber da hätte ich gerne mal Ihre Auffassung dazu. Es wird das Argument gebracht, der Klimawandel hätte eine Pause eingelegt. Stichwort, die Lufttemperatur ist nicht mehr in dem Maße angestiegen. Weltweit, wie es die meisten Computersimulationen eigentlich voraussagen. Aus meiner Sicht werden da die Ozeane völlig ausgeblendet, aber da hätte ich gerne mal Ihre wissenschaftliche Argumentation zu. Also es ist tatsächlich so, dass es einige Schwankungen gibt, die in den alten Simulationen nicht drin waren, aber in den neuen sind sie drin und die Tendenz ist nach wie vor steigend. Also 2013 gehört mit zu den wärmsten Jahren, seit Menschengedenken seitdem wir das Klima messen, gemessen haben, ist 2013 gehört zu den Top 5, obwohl wir hier in Europa jetzt nicht so unbedingt das Gefühl hatten, im letzten Jahr sei es so wahnsinnig warm gewesen, also gerade auch nicht im Sommer, aber insgesamt ist es eines der wärmsten Jahre. Insgesamt muss man sagen, dass die Simulationen der Klimaprognostiker immer schon dadurch besser geworden sind, dass immer mehr und mehr Einflüsse mit in die Computersimulation mit reingezogen worden sind. Und es gab bei den alten Programmen eine Unterschätzung einer der Oszillationen, die im Pazifik stattfinden. Dass also regelmäßig kaltes Wasser nach oben geschleppt wird. Es gibt eine pazifische Oszillation, die regelmäßig Wasser in den Norden des Pazifiks hineinpumpt. Und seitdem man das geklärt hat, sozusagen, sind die Klimasimulationen wieder völlig d'accord mit dem, was wir an echten Fakten haben. Und da zeigt sich eben keine Pause im Klimawandel. Gar keine. Im Gegenteil. Es ist unter uns gesagt, jetzt nur mal unter uns. Wenn man mit den Leuten spricht, die in der Klimaforschung tätig sind, dann ist es ganz klar so, das, was der IPCC veröffentlicht, sind die Fakten, die man der Öffentlichkeit und auch der politischen Öffentlichkeit gerade so zumuten kann. Die Diskussion über jedes Wort in dem IPCC, das ist also, ich würde sagen, es ist schon fast theologisch, wie da um jedes Wort gerungen wird. Die tatsächliche Faktenlage ist meistens viel schlimmer. Und wir erleben, dass wir jetzt mit der Klimaentwicklung nicht bei den besonders positiven Simulationen sind, sondern eher bei den negativen. Also das heißt, eher bei den Simulationen, die also uns in eine Ecke hineinschieben, die deutlich über die 2 Grad Erwärmung hinausgehen. Und das, was man da als Kipppunkte bezeichnet, das sind eben genau die Punkte, wo wir genau wissen, wenn das Klima über diese Temperaturerhöhung drüber springt, haben wir keine Möglichkeit mehr jemals, das Klimasystem in den Zustand zurückzuführen, wie wir es noch kennen. So nach dem Motto, im Winter schneit es, im Frühling wird es ein bisschen wärmer, dann kommt der Sommer und dann kommt der Herbst. Das wird dann alles nicht mehr möglich sein, auch selbst nicht mehr für so ein
relativ stabiles meteorologisches Gebilde wie Kontinentaleuropa. Also es ist alles leider nicht wirklich so schön und man muss sagen, dass diejenigen, die also der Klimaskepsis angehörig sind, durch die entsprechenden Medien eine viel zu große Resonanz bekommen. Es gibt ungefähr knapp 14.000 referierte Publikationen zum Thema Klimawandel und nur 24 davon bestreiten den anthropogenen Einfluss. 24 von 14.000. Also unter anderen Umständen wird man drüber lachen. Aber durch so ein resonierendes Medium wie das Internet kriegt man eben praktisch immer nur die zu hören, die also ganz besonders laut schreien. Und die großen Teil der wissenschaftlichen Forschung wird der Öffentlichkeit gar nicht präsentiert. Ja, recht schönen Dank. Jetzt habe ich mehrere Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, die Dame, die steht, kommt jetzt als Erste dran. Sie geht vor ans Mikro. Bitte. Ja, danke, schönen Abend. Mein Name ist Herzog Witten. Es wurde jetzt viel über Klimastudien geredet. Ich erlebe es hautnah. Ich bin Landwirtin in der Altmark. Relativ sandige Gegend und anlässlich dieses Vortrags heute habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit den Klimastudien, die hier für Sachsen-Anhalt anberaumt wurden. Da gibt es eben in Anlehnung an das IPCC diese drei verschiedenen Szenarien, die da durchgespielt werden. Und leider habe ich jetzt nicht genau sehen können, es war doch relativ schwammig formuliert, welche einzelnen Schritte hier in den verschiedenen Szenarien zugrunde gelegt wurden. Das Einzige, was etwas besser war, war dann dieses dritte Szenario. Aber ich will jetzt gar nicht darüber so lange sprechen, sondern wir haben in der Altmark schon seit längerer Zeit eben Wasserprobleme und sind seit mehreren Jahren dran, einen Beregnungsverband aufzubauen, der effektiv zu Wasser kommt. Und da sehe ich uns hier mit Situationen konfrontiert, die hier mit der Grundwasserneubildung zu tun haben und auch mit den geologischen Prozessen, die soweit die Wasserwirtschaft erst gar nicht im Blick hatte. Also es wird jetzt an uns herangetragen, wir sollten uns doch bitte schön mal an das geologische Landesamt wenden in Bezug auf Grundwasserversalzung. Und in dem Zusammenhang sehe ich es etwas kritisch an. Also ich habe dann natürlich den Kopf geschüttelt, habe gedacht, okay, erstmal im Internet gucken. Habe ich eine Karte gefunden, ja, also ganz bei uns in der Nähe ist also ein Salzstock. Und habe ich das mal verglichen mit Google Maps, obendrauf war noch erkennbar eine alte Gasförderanlage. Das sind tatsächlich hier verschiedene Lebensweisen und Phänomene, die hier aufeinander knallen, die fatal sind. Und wir haben in der Altmark auch eine Menge Windenergie und wir haben ganz andere Chancen als Gasförderung oder dieses neue Kohlekraftwerk von der Wiepark für 1,3 Milliarden soll es gebaut werden. In gleicher Größenordnung könnten Speicher aufgebaut werden, um die Kapazitäten der erneuerbaren Energien abzufedern. Und in dem gleichen Maße muss die Kohle zurückgeführt werden. Wir hatten Überproduktion letztes Jahr. Wir können nicht mehr länger diesen Stil verfolgen. Ja, war das eine Frage an Professor Lesch? Ja. Die Frage an Professor Lesch ist, ob ihm bekannt ist vom Fraunhofer Institut die Veröffentlichung, die letztens rausgekommen ist bezüglich des Herkules-Projekts. Das heißt immer, die Energiewende sei eine Jahrhundertaufgabe bzw. eine Herkules-Aufgabe. Und da hat doch tatsächlich die Bundesregierung auch Geld bereitgestellt, um diese Herkules-Aufgabe zu bewältigen. Und das Fraunhofer-Institut hat festgestellt, diese Herkules-Aufgabe ist doch auch nicht nur erfüllbar, sondern auch sehr lukrativ. Und wenn Herr Lesch dazu was berichten kann. Naja, was wollen Sie von mir hören? Also ich würde es nicht unbedingt mit Herkules vergleichen, aber es ist ein Projekt, was wir stemmen können, na klar.
was wir auch anpacken müssen. Einfach, man kann ja eine ganz banale Frage stellen, wovon soll dieses Land in den nächsten 50 Jahren leben? In der Massenproduktion werden wir kaum noch konkurrieren können. Wir müssen also ein Produkt anbieten, was so gut ist und von der Qualität her so hoch ist, dass man es uns auch abkauft. Und die Energiewende mit ihren Infrastrukturmaßnahmen, die dazugehören, das heißt sowohl Netzausbau als auch der Ausbau der Erneuerbaren, ist genau ein solches Produkt. Ideal wäre es natürlich, man könnte es verschenken, nun, wir müssen auch von irgendwas leben, aber das wird langfristig den Wohlstand unseres Landes ausmachen, ob wir diese Energiewende hinkriegen oder nicht. Man stelle sich mal vor, nur mal für Spaß, man hätte sich in den 50er Jahren dazu entschlossen, keine Atomkraftwerke zu bauen in Deutschland, sondern Windkrafträder. Jetzt schauen Sie sich mal den Unterschied an zwischen einem Auto der 50er Jahre und den Autos, die wir heute fahren. Jetzt übertragen Sie mal diesen Technologieschub auf die Windenergie. Wir hätten eine Infrastruktur, die ideal wäre, wir hätten eine Speichertechnologie, wir hätten ganz andere Windräder. Übrigens ist es interessant, dass die Ästhetik eines Windrades sich verändert, wenn man selber daran beteiligt ist. Nur mal kleiner Hinweis. Also, kann helfen. Ich weiß, hier ist das nicht so ein Problem, aber in dem Land, in dem ich wohne, ist das nicht ganz nicht trivial. Das heißt, man stelle sich mal vor, wir hätten es tatsächlich mit einem Land zu tun, was schon vor 50 Jahren angefangen hätte, sich mit erneuerbaren Energien zu beschäftigen und das auch in Technologie umzusetzen. Der große Vorteil der Erneuerbaren ist ja, dass praktisch keine Rohstoffkosten mehr ankommen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, auch im Westen war vor der Wende schon Wind. Auch da. Man hätte auch da schon was machen können, wurde aber kaum gemacht. Obwohl der Wind da war, die Sonne war auch schon da, Biogasanlagen ist auch, das ist nichts Neues, alles nichts Neues. Wir müssen es nur machen. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Apollo-Programm der Amerikaner. Jawohl, die waren auf dem Mond. Und weil das klar macht, welches Ziel wir damit erreichen können, nämlich den Wohlstand dieses Landes zu sichern und zugleich etwas Sinnvolles für das Klima und für praktisch für den ganzen Planeten zu tun. Das ist eigentlich der wirkliche Hintergrund hinter all dem. Und alles, was dazu führt, dass das Erfolg hat, ist richtig. Ja, ganz klar. Jetzt gerne den jungen Mann hier vorne gleich. Herr Lesch, was denken Sie darüber, über die These, ob vegane bzw. vegetarische Ernährung Klimawandel verlangsamen könnte? Also es geht hier ja letztlich um die Frage, wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen, das muss ja irgendwo herkommen und die entsprechende Fleischproduktion führt A dazu, dass eben große Agrarflächen für das Futter von Tieren bereitgestellt werden muss und B, dass die entsprechende Kälber, also die Rindviecher vor allen Dingen sehr viel Methan freisetzen, was also ein Anteil an den Treibhausgasen ist. Würde sich die Welt insgesamt vegan und vegetarisch ernähren, würde der Klimawandel tatsächlich verzögert werden. Fatal wäre natürlich, wenn zu der gleichen Zeit nach wie vor Kohle und Gas und Erdöl verfeuert wird ohne Ende, dann nutzt es gar nichts. Aber in der Tat wäre das, wenn man 7 Milliarden Menschen dazu bringen könnte, vegetarisch bzw. vegan sich zu ernähren, würde man das tatsächlich auch innerhalb der Klima, also der Treibhausgase nachweisen können. Ja, ganz klar. So, jetzt habe ich den nächsten Redner hier am Mikro. Bitte schön. Ich habe eine Frage an Sie, und zwar die Frage, warum sind die Klimaforscher wie Sie oder Herr Schellenhuber oder Herr Latif nicht in der Lage, auf die Regierung so starken Einfluss auszuüben, dass da das Bewusstsein dort in der Regierung wächst, wirklich was zu machen. Also dieses Fiasko, was wir mit Altmaier erlebt haben und was jetzt also wieder mit Frau Kraft in Nordrhein-Westfalen läuft, warum haben Sie keinen stärkeren Einfluss? Ja. Also, das ist, wie soll man das sagen? Es gibt ja zwei Worte, also Interessen und Inhalt. Beides fängt mit IN an, ändert aber beim dritten Buchstaben ist dann, beim Inhalt wird es zum H und beim Interessen kommt dann. Politik ist Interessensausgleich, ganz klar. In der demokratisch verfassten Gesellschaft treten gewisse Interessen an, die wollen sich in einem Parlament vertreten sehen und so weiter. Wir Bürger wollen uns im Parlament vertreten sehen. Und
das ist ein Abstimmungsprozess, da wird nach Konsens gesucht, das ist ja auch notwendig. Und bei den inhaltsgetriebenen Fächern, wie zum Beispiel der Klimaforschung, da nutzen Interessen gar nichts. Man mag ja unterstellen, dass die Klimaforscherinnen und Forscher ein Interesse daran haben, das Thema Klima hochzuhalten, weil die werden ein Interesse daran haben, dass Mittel in ihre Institute fließen. Aber das lassen wir mal für einen winzigen Moment raus. Sondern bei den Fakten, also ich habe ja versucht, ein paar davon auch ziemlich plastisch darzustellen, da kann man nicht diskutieren. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Weil ich denke, dass die ehemalige Physikerin und jetzt die Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass ihr das auch klar ist. Aber sie ist natürlich jetzt als Politikerin zum Beispiel in einem ganz anderen Umfeld als in der wissenschaftlichen Diskussion. In der Politik ist es ganz schwierig, glaube ich, einen Inhalt so scharf und deutlich zu formulieren, dass es praktisch dazu unisono nur eine Meinung gibt. Es werden immer irgendwelche Interessen eine Rolle spielen, aus welchen Gründen auch immer. Es wäre schön, wenn die Landes- und Bundesregierungen mehr auf Wissenschaftler hören würden, aber letztlich sind sie es, die dann in den Parlamenten auch die Entscheidungen treffen müssen. Und ich glaube, das war noch nie so, dass Wissenschaftler besonders viel Gehör in der Politik gefunden haben. Wir bemühen uns. Es gibt ja auch bessere, gute Beispiele, wo diese inhaltlichen Aussagen aufgenommen werden. Und ich finde, das, was hier zum Beispiel in Magdeburg im Umweltamt gemacht wird, ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass ein Thema auch ernst genommen wird und dann umgesetzt wird. Und das sind ja die zwei unterschiedlichen Dinge. Wir haben ja jede Menge Festtagsreden zu Themen. Ob das nur das Klima ist, gibt es wunderbare Festtagsreden, aber auch Bildung zum Beispiel, wenn es dann wieder heißt, der Rohstoff dieses Landes, das sind die Gehirne unserer Kinder. Ja, meine Güte, wenn das wirklich so wäre, dann würde die Welt aber, dann würden die Schulen und Universitäten aber ganz anders aussehen, als sie es momentan tun. Das heißt, wir haben immer wieder dieses Problem, wir haben die Reden und wir haben dann das, was getan wird. Es mag sein, dass die Einzelnen tatsächlich auch anerkennen, was da wissenschaftlich inzwischen alles an Ergebnissen herausgegraben worden ist, aber das nochmal in der Tat umzusetzen, das ist nicht so einfach. Aber das hat auch seine Vorteile, weil bei uns eben nicht irgendjemand bestimmen kann, sondern wir nach wie vor eine demokratisch verfasste Gesellschaft sind, wo es dann eben ein bisschen länger dauert. Aber am Ende sind hoffentlich alle davon überzeugt, dass das richtig ist. Ja, aber schönen Dank. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen hier rein. Würde aber den Herrn in dem blauen Hemd bitten, schon mal seine Frage zu stellen. Mein Name ist Richard Hage Rauschenbach. Ich komme hier vom Max-Planck-Institut in Magdeburg. Ich will sicherstellen, dass Sie mich nicht als Klimaskeptiker sozusagen entlarven, denn wir beschäftigen uns dort mit der Zwischenspeicherung von Erneuerbaren. Wenn wir nochmal zurückkommen, Sie hatten gesagt, die Handlungsmöglichkeiten. Wir als Individuen, als Bürger können sozusagen versuchen, Energie zu sparen, können versuchen, umweltbewusster zu sein. Das ist ein Hebel. Und der andere Hebel geht eben über die Politik, wie Sie gerade sagten. Ne? Sie haben gesagt, Wind gab es schon früher, trotzdem haben wir das nicht gemacht. Der Grund dafür ist, weil es unwirtschaftlich gewesen ist. Ja? Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft macht immer die Dinge, die wirtschaftlich sind, die sozusagen zu dem Zeitpunkt sozusagen günstig sind. Und ich war jetzt vor kurzem auf einer Diskussion in Halle gewesen, wo es eben darum ging, ob die Energiewende Speicher braucht. Und da hat mir eben eine Kollegin von der Firma ABB gesagt, wenn die Speicher nicht billiger werden, dann kommen die nicht mehr, kommt eben die Energiewende einfach nicht. Dann schalten wir einfach die Windräder ab und kaufen den Strom aus dem Nachbarland. Und das entmutigt mich als Wissenschaftler und wahrscheinlich auch jetzt hier die Runde. Wir sind ja richtig euphorisch und denken, wir müssen jetzt alles Ruder rumreißen und so. Ja, aber die Wirtschaft, die wird sich da nicht drehen. Die machen das einfach nicht. Ja, solange das mehr kostet, machen die das nicht. Und wenn Sie sich jetzt nochmal zurückentsinnen zum Thema Politik, das kann ja jetzt im Prinzip nur die Politik richten, aber das ist ja eine Mammutaufgabe. Die gehört ja Mut dazu. Die riskieren ja quasi das Wachstum unserer Gesellschaft, den Wohlstand. Wir alle sollen dann mehr Steuern blechen dafür, ja? Oder mehr für die Energie bezahlen. Unsere Firmen wandern ab, was weiß ich. Also all diese Schreckensszenarien, die wir an die Wand malen. Ne? Und das, ich finde es irgendwie, wir können was machen, aber die Aufgabe, die Politik hat, ist doch unendlich schwierig, oder? Das war die Frage, oder? Ja. Wunderbar. Also zunächst mal die Sache, weil es nicht günstig genug war. Also zum Beispiel der Bau der Atomkraftwerke in Deutschland wäre unter einer Vollkostenrechnung nie gemacht worden. Dann hätte man nämlich gesehen, dann würde man nämlich den gesamten Prozess betrachtet haben und hätte sich angeschaut, oh, da kommt ja auch radioaktiver Müll raus. Das ist aber jetzt, das wird nicht billig. Ja? Also stattdessen hat man es so gemacht,
wie dem Passagier, der in ein Flugzeug steigt und der fragt, ja, wo landet denn das Flugzeug? Flieg du mal los, während du fliegst, bauen wir dir den Flughafen, auf dem du landen kannst. So hat man in Deutschland Atomkraftwerke gebaut, nach dem Motto, irgendwo werden wir schon was finden und dann stellen wir dann... So. Wenn man sich das überlegt, dass wir heutzutage radioaktiven Müll wirklich praktisch unter freiem Himmel deponieren. Die Kastorenbehälter ja teilweise neben den Kraftwerken stehen, in irgendwelchen Wellblechhütten, und dann wird da noch großartig drüber nachgedacht, ist das jetzt Terrorismus irgendwie geschützt oder was? Oder, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, und dann, gut, wir sind unter uns, da kann ich es ja mal sagen. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, dass es nicht sein kann, dass jetzt schon klar ist, dass wir ohnehin alles bezahlen werden und gleichzeitig sich aber Unternehmen schon überlegen, wie sie Gewinne realisieren. Das ist für mich ein Riesenproblem, dass jetzt schon völlig klar ist, wir werden in Zukunft einen höheren Preis für Energie bezahlen, aber private Energieunternehmen werden das nehmen, einen erheblichen Teil davon, und werden die Gewinne rausziehen. Dann bitteschön, also jetzt mal, sage ich jetzt einfach mal so, dann müssen wir es eben rekommunalisieren. Wenn wir sowieso alles bezahlen und die Kosten auf uns abgewälzt werden, dann will ich aber irgendwann auch die Gewinne haben. Denn die Gewinne kommen ja dabei raus. Es ist ja jetzt nicht so, dass diese Unternehmen irgendwie am Stock gehen würden. Sondern die machen ja, also selbst zu Zeiten der Finanzkrise haben die großen Energiekonzerne in Deutschland Milliardengewinne realisiert. Eines meiner Lieblingsworte. Und man muss sich ja fragen, wie kommt das? Und zugleich sind Infrastrukturmaßnahmen, die längst hätten angefangen werden müssen, denn die Entscheidung der rot-grünen Regierung, aus der Atomkraft auszusteigen, ist ja schon eine Weile her. Aber man hat eine Dekade in Deutschland einfach da gesessen, hat darauf gewartet, irgendwann werden wir eine Regierung haben, die aus dem Atomausstieg wieder aussteigt, und dann können wir ja weiter Geld drucken. Und das ist aber jetzt nicht der Fall. Das heißt, im Grunde genommen sehen wir hier das völlige Versagen von großen Wirtschaftsstrukturen, in einem Land, das locker hinkriegen kann, wenn alle mitmachen. Aber stattdessen sich immer wieder darauf zurückzuziehen, auf eine wirklich brutalst ökonomische Position zu sagen, ja, wenn uns das nichts bringt, dann machen wir es nicht. Wenn das die Haltung ist, dann würde ich sagen, gute Nacht, Deutschland. Tut mir leid. Ja, Professor Lesch, Sie haben ja sehr deutliche zeigt, wie dramatisch die Situation eigentlich schon ist. Und die ganzen Vorschläge, was man alles machen kann zur Bekämpfung des Klimawandels, ich sage mal so, das ist alles vollständig und wunderbar. Ich sage mir nur so, wenn Deutschland es wirklich schafft, den Klimawandel so zu bekämpfen, dass wir, sagen wir mal, in 50 Jahren Emissionen null haben, wie viel Prozent vom Gesamten ist es? Sind es 2 oder sind es 3%? Mehr ist es doch nicht. Und darin sehe ich doch die Dramatik, die auf uns zukommt. Die anderen, die Chinesen und die Amerikaner, die sind doch verantwortlich für das mehrfache Scheitern der Klimakonferenz. Die werden erstmal so weitermachen. Und die werden aus meiner Sicht weitermachen bis zu dem Punkt, wo das Klima wirklich gibt. Und dann nutzt doch das alles nicht, was wir jetzt hier machen. Wir sind doch keine Insel. Das Problem ist global, das haben Sie mehrfach gesagt. Und das trifft uns alle. Das trifft auch die Chinesen. Und wenn ich heute im Fernsehen gesehen habe, wie die Leute mit Mundschutz rumlaufen, eh da nicht mehr 100.000 tot umfallen, macht es ihnen nichts, da passiert nichts. Und so weit sind wir noch nicht. Und bis dahin ist nach meiner Ansicht nach das Klima dann gekippt und dann geht gar nichts mehr. Und dann werden wir das hier kriegen, dass in Magdeburg die Deiche überlaufen und dass die Inseln an der Nordsee verschwinden. Das kommt, ich sehe das so. Das macht pessimistisch gedacht sein. Aber wo sehen Sie den Ausweg vor solchen Dingen? Sie haben ja gesagt, die Politik ist Interessenausgleich. Und ich sehe da keinen Ausgleich. Und der Druck auf diejenigen, die bisher da nicht mitspielen, der ist noch lange nicht groß genug. Das klingt natürlich danach, dass wir praktisch immer die Katastrophe brauchen, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und beim Klima ist es eben so, dass wir schon mittendrin sind in der Katastrophe und es immer noch nicht genug passiert. Nur, ich will nur sagen, wir können den Chinesen oder wir können China und den USA ja nichts vorschreiben. Die machen, was sie wollen. Wir können nur das tun, was wir für richtig halten, und können hoffen, dass wir möglichst viele Mitstreiter finden, die irgendwann da mitmachen. Und das ist die einzige Hoffnung.
Das gilt im privaten Bereich genauso wie im staatlichen, im kommunalen Bereich. Wenn keiner anfängt, ist das sicherlich das Allerschlimmste. Irgendeiner muss anfangen und irgendwann, wenn wir Glück haben, wird es auch gelingen. Wenn wir Pech haben, wird es nicht gelingen. Nur wenn wir gar nicht anfangen, dann wissen wir von vornherein, dass es nicht gelingt. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht werden die Chinesen uns sehr überraschen. Einige der Klimakonferenzen sind auch daran gescheitert, dass die Europäer und die Amerikaner nicht überrissen haben, dass es innerhalb der chinesischen Delegation zum Beispiel verschiedene Fraktionen gab. Sondern man hat die Chinesen so behandelt, als wenn die ganz praktisch mit einer Stimme immer gesagt haben, mit uns gibt es überhaupt keine Anpassungsmaßnahmen oder Maßnahmen gegen den Klimawandel. Inzwischen haben die Chinesen den größten Anteil an Windenergie in der Welt. Sie sind die Besitzer der Quarzmühlen bzw. Quarzschmelzanlagen. Die werden Photovoltaikanlagen bauen, dass es nur so rappelt. Und ich bin sicher, dass in China, in der Wüste Gobi, zum ersten Mal eine Desertec-Anlage hingestellt wird. Da werden wir in Europa immer noch da sitzen. Und da werden die großen deutschen Investoren, die gerne mal vielleicht noch bis vor einigen Jahren in der Wüste Sahara was investiert hätten, die werden dann gucken, wie schnell in diesem Land ökologisch außerordentlich sinnvolle Maßnahmen durchgezogen werden können. Die werden uns ja, von den Amerikanern erwarte ich ehrlich gesagt nicht so besonders viel in einem Land, das gerade dabei ist, seinen Fußboden aufzureißen und noch die letzten Gasreserven da rauszuholen, wo ihr seid, dann macht doch euren. Ja, also, aber bei China bin ich da nicht so pessimistisch. On the long run, würde ich dann sagen, werden die ökologischen Bedingungen vielleicht, oder die ökonomischen Bedingungen, die durch solche erneuerbaren Energieprozesse umgesetzt werden, vielleicht auch irgendwann die Amerikaner davon überzeugen, sich mal zu überlegen, ihren American Way of Life etwas zu ändern und damit dem Planeten etwas Gutes zu tun. Meine Damen und Herren, bevor ich jetzt das Mikro gleich weitergebe, sind jetzt jede Menge Wortmeldungen und Sie sollen auch noch alle drankommen. Aber ich habe die Bitte, mit Blick auch auf die fortgeschrittene Zeit, dass Sie sich einfach kurz fassen, dass Sie kurz und prägnant, ich sag mal, Ihr Anliegen rüberbringen und eine Frage stellen oder wie auch immer. Ich kann auch kurz antworten. Ja, okay. Nein, oder? Es geht mir um die Länder Afrika, Asien, die möchten ja alle unseren Lebensstandard erreichen. Sie haben aber in Ihren Grafiken gezeigt, wie der CO2-Ausstoß gewachsen ist mit wachsendem Lebensstandard in Europa. Wie wird das weltweit gesehen? Haben wir denn da wirklich eine Chance? Wollen Sie antworten? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also vor der Frage habe ich Angst. Das ist eine ganz schwierige Frage. Wahrscheinlich nicht. Es wird nicht möglich sein, dass nennenswert viele Menschen einen Lebensstandard haben können, wie wir in Europa oder wie in den Vereinigten Staaten oder Japan oder Australien. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert schon in China nicht. Also das sind diese sogenannten Schwellenländer, die auf dem Wege zu unserem Wohlstand sind, die machen diese Reise ja jetzt in einem unglaublichen Tempo durch. Deswegen sind ja zum Beispiel die Umweltschäden in China ja auch so dramatisch, dass man kaum wagt, in Peking einzuatmen. Und das wird in Zukunft noch viel schlimmer werden. Dieses Versprechen, dieses Wohlstandsversprechen an große Kreise der Weltbevölkerung können wir nicht einhalten. Ganz einfach. Und das wird ein echtes, das ist ein Riesenpotenzial für große Auseinandersetzungen, vor denen wir stehen. Und das ist eine außerordentlich schwierige Frage, wie kann auf einem Planeten sozusagen der Wohlstand gerecht verteilt werden, wenn die einen so reich sind und die anderen so arm, was wird passieren? Als Physiker würde ich immer sagen, naja, wenn die Unterschiede so groß sind, es wird irgendwelche Ausgleichsbewegungen geben, die haben wir in verschiedenen Formen schon. Und die werden stärker werden. Wenn es uns nicht gelingt, sozusagen von unserem Wohlstand was abzugeben, also einen Verzicht zu üben und das entsprechend zu verteilen, dann werden wir sicherlich Umwälzungen auf dem Planeten erleben, jetzt nicht unbedingt mittelfristig, aber langfristig, die ziemlich dramatisch sind. Das kann man lokal auch heute schon festmachen, wo es wirklich kritisch werden wird. Das sind die Auseinandersetzungen ums Wasser auf der Welt, das wird sicherlich ein Problem werden.
aber auch viele andere Ressourcen, die wir momentan in einem Ausmaß verbrauchen, die recht dramatisch sind, das wird uns beschäftigen. Und das wird zu einer Welt führen, die entweder ja, in sehr großen Auseinandersetzungen sich irgendwann in Anführungsstrichen irgendwie reguliert, oder wir werden es schaffen, durch diesen Flaschenhals durchzukommen als globale Zivilisation und werden tatsächlich was Neues anbieten. Vielleicht eine neue Staatsform, eine neue Form der gegenseitigen Verantwortung, das wird sich zeigen. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel in Deutschland, wir haben wenigstens ein Entwicklungshilfeministerium. Andere Länder haben das so gar nicht. Aber das, was da gemacht werden muss, das geht weit über das hinaus, was wir momentan an Investitionen da tatsächlich realisieren. Wir müssen da wesentlich mehr tun. Ansonsten werden, deswegen habe ich das auch in meinem Vortrag gesagt, eines Tages die Bilder da sein, dass eine europäische Armee an der spanischen Südküste steht und die Gewehre in der Hand hält. Ja, klar. So, jetzt der junge Mann in der Mitte. Ja, guten Abend, Herr Professor. Also, was halten Sie denn von aktiven Maßnahmen gegen den Klimawandel, Stichwort Geoengineering, also Einbringen von Schwefel in die Atmosphäre oder ähnliches? Nichts. Der Grund ist ganz einfach. Wir verstehen viel zu wenig von den Regelkreisläufen, als dass wir da eingreifen sollen. Finger weg, wir wissen überhaupt nicht, was wir damit anrichten. Es gab jetzt Versuche, zum Beispiel durch Eisensulfid Plankton anzufeuern im Meer und dadurch so eine Geoengineering-Maßnahme zu verziehen. Das ist völlig in die Hose gegangen. Also wir sollten uns hüten davor, in die Regelkreisläufe der Natur so stark einzugreifen, dass wir sozusagen global damit Wirkung erzielen würden. Wir würden auf jeden Fall übers Ziel hinausschießen, in der einen wie in der anderen Richtung. Don't touch, ist viel zu gefährlich. Dafür verstehen wir viel zu wenig bis heute davon. Irgendwann mag es vielleicht mal interessant sein, aber momentan sind das meiner Ansicht nach wirklich so Extrapolationen von, naja, also wenn das hier ein bisschen zu warm wird, dann schacken wir einfach die Erde so ein bisschen ab. Dabei sehen wir aber, dass eben diese Regelkreisläufe alle nach dem Prinzip funktionieren, dass sie sich selbst verstärken. Das heißt, es kann also dann passieren, dass es auf einmal zu einer dramatischen Abkühlung kommt, die sich schon alleine deswegen selbst verstärkt, also Stichwort gesunder Menschenverstand, es schneit sehr viel, wir haben also dann im Winter reflektierende Flächen, das heißt ein großer Teil der Solarstrahlung wird wieder zurückgegeben an den Weltraum und dann wird es noch kälter, was dazu führt, dass es noch mehr schneit und die reflektierten Flächen werden noch größer, dann wird es noch kälter und das will man aber, genau das wollte man verhindern, jetzt kriegt man aber den Schwefel und den ganzen Dreck nicht aus der Atmosphäre so schnell wieder raus, wir haben ja keinen großen Staubsauger, wo wir die Atmosphäre eben mal kurz reinigen können. Das heißt, diese Regelkreisläufe wirklich überhaupt mal zu untersuchen, erstens ist ganz wichtig, und bevor man sowas macht, würde ich also eher sagen, dann lieber verzichten. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, die mich wirklich persönlich interessiert, weil wir reden über das Thema hier in Magdeburg seit 10 Jahren hoch und runter. Wir haben das alles auch schon von allen Seiten beleuchtet. Auf eine Frage haben wir und viele andere auch noch keine Antwort. Das hängt mit Ihrer Frage mit der Kohle zusammen und Ihrer Antwort, Wind wird die Perspektive sein. Wo sehen Sie denn, in welchen Lösung die Speicherlösung der Fall ist? Das ist die entscheidende Frage, die steht, wie speichern wir die Energie von Wind und Sonne, um dann kontinuierlich einspeisen zu können. Das ist doch die zentrale Frage, um die es geht. Wo sehen Sie da die Lösung? Power to gas. Also einzig allein. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir relativ schnell realisieren können. Wir haben ein großes Erdgas-Röhrensystem in Deutschland. Und es gibt jetzt eine Reihe von kleineren Anlagen, die das ja versuchen, elektrische Energie umzusetzen in Methanisierung. Da kann man sogar noch Kohlendioxid aus der Atmosphäre rausholen. Das ist das, was meiner Ansicht nach, wenn man die Effizienz noch weiter steigert, auf lange Sicht auf jeden Fall das sein wird, was als erstes großes Speichermedium uns zur Verfügung steht. Das wird auch in den nächsten, sagen wir, 10, 20 Jahren finanziell vernünftig darstellbar sein. Wenn wir es wollen, schon, klar. Man muss halt wirklich sehr viel auch an Forschung investieren. Es gibt eine Reihe von Anlagen. Eine davon wird von einer größeren oder von einer kleineren deutschen Automobilfirma momentan angetrieben mit mehreren Ringen drin. Und die haben offenbar den Eindruck, dass das ein Forschungspotenzial hat. Es gibt eine Reihe von Fachhochschulen in Deutschland, die daran forschen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Technologie, die den großen Vorteil hat, dass wir die Infrastruktur jetzt bereits zur Verfügung haben. Wir brauchen die nicht zu schaffen. Was wir brauchen, sind die Anlagen, die elektrische Energie in Gas verwandeln können und wieder umgekehrt.
Gas dann eben das auch wieder zu verbrennen. Das ist momentan im Wesentlichen ein Problem des Wirkungsgrades. Das ist ein klassisches Ingenieurproblem. Wie kriegen wir das hin? Und es wäre zum Beispiel schön, wir hätten in Deutschland wieder Ingenieure, die sich um solche Fragen kümmern und nicht um die Beheizbarkeit des linken oder rechten Hinterns des Fahrers oder der Fahrerin bei irgendeiner Luxuslimousine oder irgendeinem beweglichen Außenspiegel oder sonst irgendeinem wunderbaren Engineering, was keiner braucht, sondern wir haben so eine tolle Ingenieurskultur in Deutschland. Und es wäre gut, wenn diese Leute sich mit ernsthaften Problemen beschäftigen und nicht mit solchen Luxusproblemen. Ja, schönen Dank. Jetzt habe ich einen jungen Mann in der Mitte. Dankeschön. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Thema Kosten zurückkommen. Es gab in der Vergangenheit des Öfteren, beziehungsweise auch nicht so breit diskutierte Vereinfachungen, wo man versucht hat, Klimafolgekosten aufzustellen. Dass man wirklich sagt, eine ausgestoßene Tonne CO2 lässt sich im Prinzip umrechnen in, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, das wäre meine erste Frage, welchen Schaden sie im Prinzip anrichtet in der Folge, die damit zusammenhängt. Und das Zweite, für wie seriös halten Sie solche Betrachtungen, weil die dienen ja hauptsächlich dazu, das für uns heutzutage greifbar zu machen, was eine Tonne in den nächsten 100 Jahren auslöst. Danke. Naja, da kann man immer wieder auf den Sternbericht verweisen, dass man praktisch sowas wie eine globale Kalkulation vornehmen kann, was kostet uns der Klimawandel, und es ist jeweils im Bereich von mehreren Billionen Euro. Wir reden hier nicht mehr, also europäische Billionen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wenn ein Amerikaner von Billionen spricht, dann meinen die Milliarden. Also, ne, also das ist jetzt, nee, sondern eine Billion sind eben 1000 Milliarden. Und was die einzelne Tonne CO2 anrichtet, lässt sich so ohne weiteres gar nicht formulieren. Aber was wir einfach absehen können, sind die entsprechenden Versicherungsschäden, die auftauchen. Da kann man mit einer Versicherungsgesellschaft reden. Je stärker versichert eine Kommunität ist oder ein Land ist, umso höher werden die entsprechenden Kosten, die bei den entsprechenden Naturkatastrophen oder überhaupt bei den Klimaschäden auftauchen. Das lässt sich nicht klar machen. Nur man sieht, bei den Investitionskosten, die wir zum Beispiel in Deutschland für die Energiewende insgesamt in Anrechnung bringen müssen, inklusive der Infrastrukturmaßnahmen, Speicher und Netz, sehen wir ja schon, um welche unglaubliche Geldmenge es sich handelt. Auf der anderen Seite sind es aber keine Kosten, sondern es sind Investitionen. Ich glaube, es sollte uns allen klar sein, dass die Investitionen, die unsere Vorfahren in die Infrastruktur dieses Landes geleistet haben, dass wir von denen heute enorm, ja, also ohne diese Infrastruktur würde dieses Land nicht funktionieren. Wir profitieren in einem Ausmaß davon, das ist unglaublich. Das heißt, wenn wir heute wieder über Infrastrukturmaßnahmen nachdenken, dann sollten wir uns mal fragen, weshalb es heute eigentlich ständig so einen Widerstand gibt, weil offenbar nicht daran gedacht wird, dass gewisse Infrastrukturen absolut notwendig sind, sondern es wird über den sehr unmittelbaren Zeitrahmen gesprochen. Und bei dieser Tonne CO2, das lässt sich über den Emissionshandel zum Beispiel heute nicht mehr darstellen. Also der ist viel zu billig, die Emissionszertifikate sind viel zu billig in Europa. Das haben wir leider überhaupt nicht überrissen, dass es möglich ist, dass es ökonomische Kreisläufe gibt, die so dramatisch sind, dass die Verbrennung zum Beispiel von fossilen Brennstoffressourcen sich wieder lohnt. Kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Wir müssen es ja eigentlich teurer machen. Stattdessen werden sie immer billiger. Also wir können diese Kosten nicht wirklich richtig gut ausmachen. Aber wir können bei den ganz großen Projekten, die wir schon hinter uns haben, schon absehen. Daraus lässt sich sozusagen die Erfahrung ableiten, dass es alles viel teurer wird, als wir uns das jemals vorstellen können, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt. Ja, danke. Ich habe eine Frage, wenn wir auf der einen Seite den Energieverbrauch drosseln sollen, ist klar, auf der anderen Seite muss trotzdem noch was hergestellt werden. Sie sagten ja in Magdeburg, Sie sehen die größeren Chancen bei der Windenergie, dass natürlich, wenn wir hier ringsum in unserem Land gucken, sind schon ganz schön viele Windkraftanlagen. Sie sagten, die Photovoltaiktechnik, da geben Sie nicht so eine große Chance, aber nun ist es doch so, dass nur ein ganz, ganz geringer Anteil des auf die Erde eingestrahlten Sonnenlichts ausreichen würde, um energetisch uns alle zu versorgen. Der Wirkungsgrad dieser Photovoltaikanlagen ist sehr, sehr gering, weil nur ein gewisser Anteil des Spektrums ausgeschöpft werden kann. Sehen Sie da nicht Möglichkeiten, das noch zu verbessern oder auch ganz andere Möglichkeiten, ich sage mal Stichwort Kernfusion oder Energie irgendwie bereitzustellen über technische Innovationen, von der wir heute nur träumen? Also zur Kernfusion ist es so, da ich selber Plasmaphysiker bin, würde ich gerne fürs Haus sprechen sozusagen.
Leider muss ich Ihnen sagen, dass wir Plasmaphysiker schon seit 50 Jahren auf die Frage, wann wird es soweit sein, antworten in 20 Jahren. Und auch jetzt ist es so, dass wir, es wird jetzt in Südfrankreich ein Fusionsreaktor gebaut, soll der erste sein, der brennt, also das heißt jetzt nicht, dass er explodiert, nicht, dass ich das denke, sondern einer, der also mehr Energie liefert, als in ihn reingesteckt wird. ITER ist aber noch kein Reaktor nach dem Motto, den können wir überall auf der Erde hinstellen. Und das Kernfusion ist ein außerordentlich komplizierter physikalischer Vorgang. Der ist viel komplizierter als die Kernkraftwerke, die wir sonst so haben. Das ist nämlich Kernspaltung und den Moderator Wasser können wir sozusagen durch simples, in Anführungsstrichen simples Eintauchen dieser Brennstäbe, können wir das so moderieren, dass wir diese Kernkraftwerke eben mit zu den sichersten technischen Anlagen gemacht haben, die es auf der Welt überhaupt gibt. Also das ist nicht das Problem der Kernkraftwerke. Das Problem der Kernkraftwerke ist tatsächlich der Müll, die Müllentsorgung. Das ist das große Problem. Die Anlagen selber sind außerordentlich sicher. Ich würde mich freuen, wenn chemische Anlagen auf der Welt so sicher wären wie viele Kernkraftwerke. Aber die andere Frage ist halt tatsächlich, wenn ich mal jetzt davon ausgehe, wir würden in der besten aller Welten leben, also in einer Welt, in der es keine politischen Konflikte gäbe, dann würden wir in der Sahara ein großes Solarthermiekraftwerk bauen, und zwar Seitenlänge 100 Kilometer, 100 mal 100 Kilometer, und nur Solarthermie, keine Photovoltaik. Wir würden in dieser Solarthermieanlage nichts anderes machen, als das Sonnenlicht zu fokussieren, Öl auf 600 Grad zu heizen, einen Wärmetauscher abzugeben, Turbinen zu betreiben, über Hochspannungsgleichstromkabel nach Europa schicken. Wir hätten Strom ohne Ende. Also wirklich bis zum Anschlag. Das Problem wäre noch, wohin mit dem ganzen Zeugs? Eigentlich noch viel schwerer. Also diese Anlagen zu bauen wäre ein Riesenaufwand. Natürlich in der Sahara hat man Sand. Sandsturm könnte dazu führen, dass die Anlagen blind werden. Selbst das kann man lösen, wäre also im Prinzip eine lösenswerte Angelegenheit. Leider Gottes sind die Zustände nicht so. Aber wie ich vorhin sagte, sowas wird mit China gebaut werden. Und wenn die Amerikaner schlau sind, werden sie ihre Mojave-Wüste zugleistern mit Solarthermieanlagen und werden der Welt zeigen, dass sowas funktioniert. Vielleicht werden dann die Europäer vielleicht auch, zum Beispiel mit den Maghreb-Staaten, die würden ja davon profitieren. Algerien, Libyen, Tunesien würden ja davon, und Marokko. In Marokko werden jetzt solche Anlagen zum ersten Mal in größerem Maßstab gebaut. Das wäre natürlich perfekt. Trotzdem würde auch das bedeuten, dass wir eine Unmenge an Geld in Infrastrukturmaßnahmen ziehen müssten. Und es müsste auch da eben so viel Geld von staatlicher Seite finanziert werden, dass ich eigentlich sagen würde, das Beste wäre, diese Kraftwerke würden alle uns gehören und nicht irgendwelchen Aktiengesellschaften, deren Besitzer wir nicht kennen. Also da wird es langfristig schon wieder darauf hinauslaufen, dass praktisch so etwas wie eine Europäische Union sagt, jawohl, wir schmeißen 500 Milliarden da rein. Das ist nämlich tatsächlich die Größenordnung, die man bräuchte für ein europäisches Desertec. Also was nur für Europa die Energie liefert. Das ist möglich. Und das ist das Erschütternde. Das ist eigentlich an den Herrn Kollegen aus dem Max-Planck-Institut, das ist das eigentlich Erschütternde, dass wir die technischen Möglichkeiten hätten, wenn wir wollten. Aber irgendjemand will immer nicht. Es wurde hier mehrfach angesprochen, was wir alles hier an technologischen Leistungen vollbringen können und so weiter. Ich denke aber, wir sollten auch an eine andere Sache denken, und zwar, dass wir gerade aus Deutschland, Mitteleuropa und vor allen Dingen die USA mit die Verursacher sind für die steigenden CO2-Emissionen, dadurch, dass wir als reiche Länder die Produktion der Chinesen übernehmen. Und das heißt also, wir müssen gleichzeitiges politische Konzepte entwickeln, vermöge deren wir selber auf die Billigproduktionen verzichten. Das heißt, Geld drauflegen, und das wird wahrscheinlich schwierig sein, weil der Durchschnittsverbraucher hier das auch nicht möchte. Und in dem Zusammenhang, weil Sie gesagt haben, Sie glauben, dass China das relativ bald schaffen wird mit diesen Solaranlagen und so weiter, ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Sie werden es vielleicht schaffen, aber ich denke nicht, dass Sie das benutzen werden. Und das Beispiel nehme ich jetzt hier, seltene Erden. Sie wissen, dass China 52% der seltenen Erden hat und trotzdem jetzt ein Programm aufgelegt hat, vermöge dessen sie bis zum Jahre 2015 50 Milliarden Dollar einsetzen werden, um die seltenen Erden vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent zu untersuchen. Und ab 2015 ein absolutes Exportstopp für seltene Erden aus China schon angekündigt haben. Das heißt also, sie werden wahrscheinlich die Produktion dann nach Afrika verlagern.
Und das bedeutet, Sie kennen ja wahrscheinlich das Problem, was vor 4 Jahren die USA hatten, wo dann nachher die Umweltkatastrophe kam. Und das werden Sie meines Erachtens in Afrika weiterführen dann, selbst wenn Sie in China bessere, saubere Energie zur Verfügung haben. Vielleicht haben Sie recht. Es wäre schlimm. Also wenn Afrika sozusagen die Produktionsstätte für allen möglichen Kram wird von den Ländern, aber Sie haben natürlich recht. Ich meine, in so einem Vortrag kann man nicht all diese Facetten, die damit zusammenhängen. Worauf Sie aber hinweisen, ist natürlich, die Politik ist hier nicht außen vor. Das ist nicht ein technisches Problem, die Energiewende und auch der Klimawandel nicht, sondern das ist auch ein Entscheidungsproblem von Gremien, die dann aber nicht auf der kommunalen oder nationalen Ebene arbeiten, sondern die auf der internationalen Ebene sich zusammenfinden müssen. Und dann hat man ja sowieso, wenn man das in den Zeitungen liest oder wenn man auch nur ein bisschen näher daran ist, das Gefühl, du lieber Gott, wenn das auf dieser Ebene ist, das dauert ja ewig und 3 Tage, bis die mal überhaupt irgendwie zu Potte kommen bei diesen Kommissionen da. Das ist aber dann eben die einzige Möglichkeit, überhaupt Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite weiß ich von Kollegen, Sinologen, die sagen, der große Vorteil von China, und das meine ich jetzt rein ironisch, ist, die sind keine Demokratie. Die können Entscheidungen treffen mit einer strategischen Auswirkung und auch in einer Schnelligkeit, wie wir uns das aus dem europäischen Kommissionswesen überhaupt nicht vorstellen können. Das heißt, wenn die der Meinung sind, wir müssen auf Erneuerbare gehen, dann werden die das tun, und zwar mit voller Wucht. Die können innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich Weltmarktführer werden, wenn sie wollen. Dass die strategisch sich jetzt auf einmal auf die seltenen Erden konzentrieren, ist eine interessante Entwicklung, die von vielen Unternehmen wahrgenommen wird, und es wird eben auch schon danach gesucht, Alternativen dafür zu finden. Und die Chinesen schießen sich vielleicht möglicherweise tierisch ins Knie, wenn sie der Meinung sind, sie können zum Beispiel strategische Reserven von seltenen Erden bunkern und darauf hoffen, dass der Rest der Welt die auch noch braucht. Also bis jetzt muss man ehrlich sagen, dass in diesem Wettbewerb oder in diesem Konkurrenzkampf die Industrien der Teile wirklich sehr für Überraschungen immer gut waren. Und man sollte sich niemals nur auf ein Bein stellen. Wenn das China tatsächlich machen würde bei den seltenen Erden, dann bin ich sicher, dass es Gelegenheit oder dass es andere Möglichkeiten gibt, dem auszuweichen. Das wird nicht ganz einfach werden, auch da werden wieder Kosten auftauchen. Und zu dem ersten Punkt, was Sie sagen, haben Sie natürlich völlig recht. Wir können uns hier hinstellen und können davon sprechen, wie sich die CO2-Bilanz der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Herr Oberbürgermeister hat es ja angesprochen, natürlich ist das mit enormem Industrieverlust einhergegangen und so weiter. Und heutzutage haben wir einen erheblichen Teil der CO2-emittierenden Industrie irgendwohin ausgelagert. Wir stehen da und sagen, ja, wir sind aber die Grünen, aber wir lagern eben das, was wir nicht können, lagern wir aus. Das ist eine, wenn ich den Vortrag noch bis zur letzten Folie fertig gemacht hätte, hätten Sie eine Karikatur gesehen. Wir bieten Ethikseminare an. Unser neuester Renner ist das Seminar über Doppelmoral. Ja. Also da sind wir natürlich nicht ganz ehrlich, das stimmt. Ja, ja, jetzt habe ich den Herrn in der Mitte. Ja, Herr Professor Dr. Lesch, Sie haben vorhin angesprochen, wenn wir die Welt so hätten, wie wir sie uns wünschen würden, dann würden wir in der Sahara irgendwas mit Sonnenenergie nutzen und praktisch Öl aufheizen. Ich habe davon gehört, es gibt Projekte Energie aus Sand. Das heißt also, in der Sahara diese Kraftwerke von diese Sonnenenergieanlagen bauen, aber Sand aufspeisen in Silizium und das dann verschiffen als Schüttgut und wieder sozusagen verbrennen. Wären das nicht Sachen, die es, sage ich mal, auch wert wären, zu untersuchen und weiterzuführen? Ganz abgesehen davon, dass es ja inzwischen auch Überlegungen gibt, die wunderschönen Windmühlen, die wir haben, die den Strom erzeugen, die sind ja relativ ineffizient. Es gibt ja auch schon Untersuchungen, das zum Beispiel in die untere Schicht der Atmosphäre zu verlagern, die Erzeugung von Strom durch Wind. Angeblich gibt es dort aber Leute, die das nicht wollen. Wie sehen Sie das? Also bei der Aufspaltung von Sand in Silizium und Sauerstoff, das ist viel zu aufwendig. Das andere ist viel einfacher. Solarkraftwerke, also Solarthermiekraftwerke, haben wahrscheinlich einige von Ihnen auf dem Dach. Das ist einfach nur diese Unterstützung der eigenen Heizung. Und es gibt in Spanien zum Beispiel Andersol 1 und 2, das sind Solarthermiekraftwerke. Das ist eine ganz einfache Technologie. Man fokussiert das Sonnenlicht auf ein Rohr in der Mitte, da ist Öl drin, das heizt man auf 600 Grad hoch, ab an den Wärmetauscher, da wird Wasser heiß gemacht, Wasserdampf über die Turbine drüber und weg damit. Wunderbar, klasse.
Wenn wir Energie tatsächlich da umsetzen würden, in der Sahara zum Beispiel, und würden es dann nach Europa transportieren, das ist viel zu aufwendig. Das ist ein Riesenaufstand. Außerdem wird es vor allen Dingen auch die lokale Wohlstandsgenerierung, wie das so schön heißt, in diesen Ländern schädigen. Es bringt ja überhaupt nichts, die Energie aus der Sahara zu nehmen, sie nach Europa zu transportieren. Was man ja tatsächlich mit Desertec haben will, und es sind ja nicht nur Solarthermiekraftwerke, es sind auch Windkraftwerke an den Küsten und so weiter, und vor allen Dingen auch Wasser entsalzen. Man möchte ja diese Länder mit sauberem Wasser versorgen. Wie macht man das? Man nimmt einen Teil der elektrischen Energie, die da freigesetzt wird, und entsalzt Wasser. Das Salz, was da ankommt, das könnte man als Energiespeicher verwenden. Das wird zum Beispiel Israel schon mal sich überlegt, wie man das machen kann. Das heißt, da hat man einen ganzen Kreislauf von verschiedenen Prozeduren, die für das Desertec-Projekt sprechen und die vor allen Dingen in den Maghreb-Staaten eben wirtschaftlichen Wohlstand generieren, dass die Leute da bleiben. Und also das ist das erste Ziel von Desertec, dass es diesen Ländern da unten gut geht. Das zweite Ziel wäre erst, Europa mit Energie zu versorgen. Das eine ist viel wichtiger, möglicherweise für die Stabilität von dem großen Raum Europa und sagen wir mal nördliches Afrika und auch Nahe Osten. Das ist viel, viel wichtiger. Es wäre friedensstiftend, die Leute mit Wasser zu versorgen. Und eben genau auf einen ganz wichtigen Problemkreis, nämlich die Wasserkriege im Nahen Osten erstmal in Anführungsstrichen zu verzichten. Also deswegen sind diese, und von diesen Windkraft in der Atmosphäre, da weiß ich nichts von. Ich würde nur sagen, also gut, das kann natürlich sein, dass ich wohne ja in einem Land, wo ein 200 Meter hohes Windrad immer nur in N Kilometer Entfernung von dem nächsten Wohnhaus gestellt werden darf. Vielleicht bin ich da schon so verhunzt, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es auch Windräder gibt, die so hoch sind. Aber ich würde das nicht tun. Also in der Atmosphäre würde ich es nicht machen, sondern die Effizienz von Windrädern zu steigern, das muss das Ziel sein. Also Getriebe raus, weil das ist das größte Problem bei den Windrädern, wenn also richtig der Wind richtig kommt, dass man dann erster, zweiter Gang, man hat Scherkräfte auf den Windrädern, das ist wirklich heftig. Und die Getriebe zu schützen, und das wird die Aufgabe sein. Und vielleicht kann man sich auch mal überlegen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, Windräder zu betreiben, als immer nur diese großen Rotoren. Es gibt ja auch diese Zylinder. Allerdings haben die das Problem, dass man die nicht aus dem Wind drehen kann. Also wenn es da mal richtig stürmt, dann gehen die Dinger kaputt unter Umständen. Das kann man mit den großen Rotoren natürlich ganz anders machen. Da gibt es eine Reihe von Sachen, aber es sind alles lösbare Probleme. Das geht hier nicht um was Unlösbares. Und ich kann nur sagen, ich finde es toll, dass wir hier oben wenigstens Bundesländer haben, die sich der Windkraft auch verschrieben haben, dass die Dinger hier auch wirklich stehen und Energie liefern für einen Teil des Landes, das gerade dabei ist, sich so nach dem Motto, ja, wir hätten ja gerne Strom, aber wir wollen keine Leitungen haben, wir wollen keine Windräder haben, aber den Strom, den hätten wir gerne. Also so unglaublich. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Da ist der Herr ganz hinten, der wartet schon ganz lange, und jetzt hat sich noch jemand hier rechts gemeldet, von mir aus gesehen. Wir würden dann auch gerne so langsam zum Ende der Veranstaltung kommen. Das heißt aber nicht, dass wenn jetzt jemand noch unbedingt... Gut, dann war es das jetzt auch. Das heißt, die beiden sprechen jetzt noch. Bitte schön. Im Laufe Ihres Vortrags hatten Sie ja auch die Lithosphäre angesprochen als Biofaktor in der Klimadebatte. Und mir ist über die Medien zu Ohren gekommen, dass die USA seit einiger Zeit das sogenannte Fracking betreiben, also Erdölförderung durch Hochdruckwasserstrahlen, die dann das Erdöl eben in die höheren Schichten pumpen. Wie schätzen Sie das Gewicht vom Fracking in der Klimadebatte ein? Also, das gehört natürlich zu den Verfahren, eine Gesellschaft versucht irgendwie den letzten Rest vom Schützenfest aus der Erde rauszuholen. Ja? Ich habe am Anfang gedacht, das hieße Cracking. Und Crack ist ja eine Droge, die sehr süchtig macht. Dann habe ich gedacht, das passt. Aber dann habe ich gelernt, das heißt, Fracking hat natürlich was mit dem Aufbrechen zu tun. Es ist eine Katastrophe, man sollte die Finger davon lassen. Man sollte noch nicht mal darüber nachdenken, in Europa zum Beispiel sowas machen zu wollen. Don't touch. Die Amerikaner selber... Die Amerikaner selber sind ja inzwischen auch interessanterweise schon wieder weg davon, weil durch das Fracking ist der Gaspreis so gesunken, dass das Fracking sich nicht mehr lohnt. Und da muss ich sagen, da liebe ich die ökonomischen Kreisläufe. So, und jetzt hätte ich den letzten Redner sozusagen oder Anfrage. Bitte schön. Bitte eine positive Frage.
Ja, ganz kurz und knapp. Wenn man Klimawandel bekämpfen wollen, hilft da nicht eine Diktatur. Kein Kommentar. Das ist jetzt etwas abruptes Ende, das habe ich jetzt auch gerade verpasst. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir haben intensiv diskutiert. Ich fand es auch ganz toll, wir haben also auch ganz bewusst Ihnen etwas mehr Raum gelassen, damit Sie auch nicht nur Fragen stellen, sondern auch Ihre Statements abgeben können. Ich fand es eine sehr erfrischende Diskussion mit Professor Lesch. Ich möchte mich, ich denke, ich spreche im Namen aller, auch nochmal ganz herzlich bei ihm bedanken, dass er hier nach Magdeburg gekommen ist. Er hat mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass er auch öfters hier in unserer Stadt. Natürlich auch ein kleines Abschiedsgeschenk, was aber gerne mit der Aufforderung verbunden ist, dass Sie wiederkommen. Sie sind herzlich willkommen. Das ist, ich hoffe jedenfalls, Wein aus der Region. Und es ist auf jeden Fall, also Otto liebt Magdeburg und Otto schützt die Umwelt. Wir haben es ganz dolle mit Otto, Kaiser Otto, aber auch Otto von Guericke, ein ganz großer Wissenschaftler, übrigens Wissenschaftler, ich meine sogar Jurist und Bürgermeister. Das finde ich ganz hervorragend. Also beides geht doch offenbar, oder in dem Falle sogar drei Eigenschaften, die sich hier positiv miteinander verknüpft haben. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich denke mal, der Beifall und auch der rege Zuspruch, die Diskussion sprechen für sich. Vielen Dank. Applaus